Wir sind wieder da. Wir waren zurück. Nie weg. Nee, ich glaube auch nicht. Aktuell ist intensiv, oder? Eine Frage habe ich direkt vorweg. Ja? Seit wann liegen da so, also ist das Sand oder ist das Koks auf deinem Schreibtisch? Also guck doch mal, wie das aussieht auf deinem Tisch, Alter. Von der Seite hier, das ist... Oh, also, da ist sehr viel Staub. Was ist das wirklich ist so was da. Komisches? So, und jetzt, da gehen wir doch direkt mal rein. Haben nicht vom Montag auf Dienstag, hier hat nicht so ein Schweizer TikToker mit seinen Freunden hier genächtigt, Alter, und hier liegt jetzt Koks auf dem Schreibtisch, oder was das ist los, auf jeden Alter? Fall so, ja. Nein, Adi wird... Adi Totoro und die zwei Pauls? Boah, das wird einiges erklären, nein. Das ist einfach nur vorweg, weil das sieht aus wie, wir brauchen einen neuen Schreibtisch. Ja, der ist langsam, der ist irgendwie aus. Was ist da passiert? Die ganzen Löcher, die wir irgendwann für irgendwelche Kabel gebohrt haben, die nie mehr so genutzt wurden, von daher ist es ein bisschen schwierig. Aber wir haben heute wieder einen tollen Hintergrund, der wieder ein bisschen ins Weihnachtliche geht, weil es einfach so scheiße kalt momentan draußen ist, von daher. Ist es? Ja, du merkst es ja wieder nicht, weil du immer nein, nur das stimmt von, nämlich. Ich bin grade, von Einfahrt zu Einfahrt. Ich war gerade in Köln bei Dein, das erste Mal, wo ich war, das erste Mal bei Dein, es ist 25 Minuten von uns, ich war das erste Mal bei Dein in dem, für die es nicht verstehen, wo es ist, ich meine Dün, also nur, weil viele sind ja mit deiner Aussprache aufgewachsen. Ja. Ich war in Köln und ich bin dann so zum, so mit anderen Geschäftsführern geht man so zum Lunch, weißt du, so man geht so zum Lunch. Oh, sag mal direkt, wie, wo, was? Steakhouse? Nein. So ein Lunch-Ding bei so einem Asiaten, vegetarisch, irgendwelche so Tamtam-Nudeln, was weiß ich, irgendwie so eine Scheiße. War lecker, war okay. Vielen Dank für die Einladung. Aber es war, ich bin durch Köln gelaufen und ich muss ehrlich sagen, es war sonnig warm. Ich bin im Pullover dahergelaufen. Du vertust dich. Also erstmal weiß ich, wie sich es heute Morgen angefühlt hat. Von daher vertue ich mich, glaube ich, nicht. Aber ich weiß schon, es war, wann war denn das? Ich glaube, es war gestern, da war das erste Mal, hatte ich seit jetzt Wochen mal wieder das Gefühl, da war ich am Nachmittag kurz mit Nori raus und da war so dieses, waren so 13 Grad Sonne. Ja. Und da hatte die Sonne schon so eine Power, dass man wirklich so gemerkt hat, oh mein Gott, mein Gesicht wird warm. Siehst du? So, das war das erste Mal wieder so seit Wochen. Von daher, wenn du das dann heute auch wieder hattest, fair. Aber ich glaube, heute Morgen, da hat das Auto noch gesagt, irgendwie 4 Grad und es war irgendwie, es war wieder so richtig, da sind so die Füße kalt geworden wieder. Okay. Ja, das war jetzt bei mir, also als ich dann jetzt gerade in Köln einsteigend in meinen Tesla gestiegen bin, der hat runtergekühlt, als ich ins Auto gestiegen bin. Also das war warm, Gott, weil der die ganze Zeit in der Sonne stand. Ja, deswegen würde ich dir hart widersprechen. So. Naja gut, keine Ahnung. Egal. Es ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall mal wieder ein krasses Gefühl. Also von daher, ich kann mir vorstellen, wie gut es dir tat, da diese Sonnenstrahlen da mitzunehmen während deines Urlaubs. Hätte ich auf jeden Fall auch mal wieder Bock auf ein bisschen Sonneneinfluss, weil das tut schon ganz gut, sagen wir mal so. Ja. Und ich passe mich auch, meine Haut passt sich immer mehr meiner Frisur an, von daher. Das was meinst ist du, faltig oder was? Genau. genau. Strubbelig und faltig? Nee, Falten sind nur die Shirts von Unorganized. Ich bin so sauer, wirklich, Alter. Das macht mich so wahnsinnig. Das war Marketingkampagne, die war ausgeklügelt. Nein, war sie nicht. Die war ausgeklügelt. Du bist einfach nicht in der Lage, dein scheiß T-Shirt, was wir mit bügelfrei in einem Stream bewerben, irgendwie auch nur, wenn es so ein bisschen eine Falte hätte. Okay. Oder so eine Aufhängen-Dingensfalte. Okay. Aber wir bewerben von einem Partner bügelfreie T-Shirts und du, Holzkopf, gehst wirklich auf einem Niveau. Wie schafft man das? Ja, ich glaube, also die Erklärung ist, es hing wirklich auf dem Bügel auch, weil es da noch getrocknet hat. Aber es war halt irgendwie aus der Waschmaschine und dann nur so angetrocknet. Mhm. Also es war noch nicht komplett trocken und in dem Status lag es halt so einen Tag. Und ja, dann habe ich es erst auf den Bügel gehangen ja. Und dann hatte ich keine Chance. Dann ja, okay. Ging es da nicht mehr raus. Naja, ja. Okay, got it. Ja. Aber ansonsten sind die natürlich bügelfrei und ganz toll, die Shirts. Also ja, sind wirklich gute ist Shirts. Wirklich so. Sind wirklich ja? Shirts. Aber das ist auch schon wieder, weil da ich Pfeil und Pfeifen läuft und ich kriege von Leuten Nachrichten, ob Dirk Funk irgendwann mal lernt, die Partner richtig zu präsentieren. Dann denke ich immer so, ey, ach, ist das nervig. Ist auch schwierig. Wie viele Nachrichten waren es jetzt mal ganz ehrlich? Zwei. Höchstens zwei. Zwei, ja, genau. Ja, ja, aber ich kriege ja alle 3 Wochen 2. Dann beschwert sich ein Vermarkter, dass du Gönnergy auf der German Beach Tour promotest, obwohl wir Red Bull als Partner haben und hab so. Ist ja nicht so, als würde ich nicht 100 streite Mal ich im ab. Jahr, streite als ich würde ab. Ich nicht 100 soll mir einer den Clip zeigen, wie ich das einmal gemacht habe, streite ich ab. Der Clip wurde serious seitens Red Bull, dem Vermarkter, der in deiner Firma arbeitet, ja, das zugeschickt. Hat, ich weiß, es hat aber sehr lange gedauert. Also das war wirklich... Es war nicht aber es hat sehr lange gedauert, aber es ist halt sehr trotzdem lange gedauert, angekommen. Bis es aufgekommen ist, ja. Und dann hat sich der Running Gag so lange aufgebaut, das war schade. Wäre nie da ein bisschen schneller gewesen, wäre es nicht so. Also wenn ihr dachtet, man hat allgemein nur Stress mit Dirk Funk, das hat viele Ebenen, also das trägt sich weiter. Heute haben wir einen tollen Partner auf jeden Fall mit am Start, den haben wir sehr schön präsentiert. Das stimmt, das ist wirklich, aber das ist halt, also da bin ich mal gespannt, wie du den Dreck ziehen willst, Alter. Da bin ich echt mal gespannt. Ihr könnt auch in den Supermarkt und euch frisches Gemüse kaufen. Was ist denn damit eigentlich? Ja klar, wenn ihr zu viel Zeit zu verbrennen habt, dann macht das. Macht doch das. Ja.
So, was ist denn? Machen wir was kochen, was Frisches. Ja, so eine Scheiße, Alter. Ja. Es ist übrigens auch für alle, haben wir schon wieder vergessen, es ist Mittwoch, 15.40 Uhr. Ja, ich habe immer noch, meine Stimme ist immer noch angeschlagen vom Wochenende. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Ich Weil du keine dich zu Ahnung. Viel über dich aufgeregt hast? Es war relativ früh im ersten Spiel, war einfach schon so, Stimme war weg. Und dann, gut, ne, dann waren es halt viele Sätze und man ist ja dann durchaus dann doch irgendwie mal, benutzt man die Stimme während des Spiels. Und dann wurde es einfach immer schlimmer und dann ging es ja nicht weg. Und dann Montag direkt Pfeil und Pfeifen, dann da zwei Spiele moderieren. War jetzt auch nicht so zuträglich, deswegen erholt die sich immer noch so leicht. Das ist ja, jetzt nicht aber schlimm. Jetzt ist schon besser. Ja, es ist auf jeden Heute Fall. Heute hast du eine gute Podcast-Stimme. Genau, das denke ich auch. Aber du siehst zermartert aus, Alter. Ist irgendwas, du siehst wieder müde aus. Oder nicht? Also, da, was ist da passiert? Mein RTL! Also, wir haben heute einen richtig geilen Partner mit am Podcast, mit am Start. Löwenanteil, ihr seht schon, vollwertige Mahlzeiten in Bio-Qualität mit Top-Nährwerten aus dem Glas. Da geht's natürlich schon mal los, nicht irgendwie sowas Räudiges irgendwie aus der Dose oder sonst was. Klassiker Office-Alltag, entweder keinen Bock zu kochen oder halt wenig Zeit. Und gerade für Menschen, die jetzt auch wie ich auf ihre Ernährung achten und ein bisschen gucken, dass ein bisschen Protein zwischendurch reinkommt, gibt es halt nichts Besseres als das. Kann man sich einfach als Mahlzeit gönnen. Und werden wir uns jetzt mal ein bisschen durchprobieren, wa? Wir werden gleich auch noch präsentieren, weil ist natürlich auch ganz clever. Machst du dir ein bisschen Reis dazu, dann wird aus einer Portion ganz schnell mal zwei. Und Spätestens dann reden wir wirklich von einer richtig günstigen Mahlzeit. Und schnell. Super gesund, super schnell, dauert 3 Minuten. Wir werden das auch ganz stumpf in der Mikrowelle machen und schmeckt wie frisch gekocht. Darf ich schon, oder? Na, mach ruhig, komm. Ja, die Sachen sind auch gut gewürzt, Mann. Das ist nicht so charakterlos wie vieles, was fertig ist. Ne, ist ja so. Ja. Wirklich, das Hammer. Ich finde halt Chili ist eh immer sehr, sehr geil. Mhm. Und dann aber auch direkter Vergleich natürlich mit, wenn man selber mal frisch kocht. Attestierst du dir, dass du ein guter Chili-Kocher bist? Ja, würde ich schon sagen. Aber das schmeckt wirklich richtig geil. Also ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Fertigmahlzeiten. Und wie gesagt, das, sowas könnte ich einfach den ganzen Tag lang essen. Würde mir auch nicht langweilig werden. Die Sachen teilen wir aber nicht, sind unsere, ne? Das kriegt niemand anderes. Nur wir, ne? Das ist komplett nur für uns. Okay, das finde ich gut. Aber für alle, die jetzt den Wunsch haben, sich auch an diesen Produkten zu bedienen, für die haben wir doch einen Code, oder? Mhm. Ja. Findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und mit unserem Code SCAM, alles kleingeschrieben, spart ihr 10% auf eure Bestellung. Und wie gesagt, spätestens wenn man ein bisschen Reis dazu packt, ist es einfach auch super günstig. Und ansonsten müssen wir nicht drüber reden, ist es trotzdem immer noch viel günstiger, als klassisch beim Lieferdienst reinzugehen. Von daher löwenanteil.com, klickt gerne auf den Link, checkt das ab, macht eine Bestellung fertig, Meal Prep gone, super, super easy. Und einfach nur mega geil, mega convenient und tatsächlich richtig, richtig lecker. Plus eins. Und ich habe noch nie so einen harten ins Gesicht bekommen. Boah. Bist du, schlimm, noch nicht, oder was? Bist du noch nicht erholt? Montag sahst du aus wie der Tod, Mann. Ja gut, da war ich auch wirklich, da war ich auch wirklich sehr im Eimer. Wir werden natürlich, denke ich mal, zur Eintracht noch ausführlich kommen. Ja, wir müssen also, wir können auf jeden Fall gerne zur Eintracht sprechen, können wir auch gerne jetzt machen, Dirk. Und wir müssen auf jeden Fall noch Bezug nehmen zu den ein, zwei Themen, die wir letzte Woche hatten. Also da, du kannst entscheiden, wie wir es machen, aber das sind wir jetzt den Leuten schuldig, wenn sie mal ein bisschen mitmachen zumindest. Ja, dann lass doch Eintracht zuerst machen. Komm. Okay, dann sind gerne. Die Leute alle auf ihre Kosten kommen, können wir das auch wieder schön in den YouTube-Titel schreiben. Stimmt. Ja. Ja, ist gut. Wo wollen wir anfangen? Der Status quo, Mittwoch 15.40 Uhr. Ich könnte ich im Rumpf anspannen. Ich bin über das Schlimmste hinweg, was den Muskelkater angeht. Wade ist immer noch da. Ich habe Muskelkater im ganzen Körper gehabt am Montag, Dienstag und jetzt auch heute noch ein bisschen. Wade ist schlimm. Mhm. Ich habe also Muskelkater wie Scheiße. Das ist der Status quo. Okay. Ja, bei mir ist es ganz komisch. Ich dachte das nämlich eigentlich auch, weil ich habe... Als wir 5 Sätze gegen Holzhausen gespielt haben, da hatte ich so dieses, dass meine Quads total zu waren und ich dann auch so in der Nacht noch oder auch so einen Tag später, sobald ich irgendwie die so ein bisschen angesteuert habe, habe ich dann Krämpfe bekommen. Und dann dachte ich einfach nur so aufgrund dessen, dass das diesmal ja mindestens genauso schlimm sein muss und wahrscheinlich noch in ein, zwei anderen Ecken. Und ich habe halt ja eine Woche vorher. Fest damit gerechnet, dass es auf jeden Fall wieder in die Richtung geht. Aber muskulär war es wirklich erstaunlich okay. Also ich habe eigentlich nirgendwo Probleme. Es ist dann eher so bei mir, also reverse im Vergleich zu dir, bei mir sind es eher dann so die Gelenke, so der Klassiker nach dem Volleyball, dann sind die Ellenbogen und so Kniebereich fühlt sich natürlich nicht so ganz gut an. Am Fuß habe ich auch ein kleines bisschen was rechts und so, aber es ist eher jetzt so das. Also taufrisch werden wir jetzt nicht sein, wenn jetzt die nächsten beiden Spiele der Eintracht diese Woche anstehen. Das wird auf jeden Fall auch ein hartes Wochenende, ein sehr hartes Wochenende, aber deswegen war es erstaunlich okay. Mir geht's, wie gesagt, ich bin erschrocken, dass meinen Gelenken gut geht. Ich habe keinen Rücken, ich habe keine Hüfte, ich habe keine Schulter. Schulter merkt man natürlich, dass man Schläge gemacht hat, weil ich sonst jetzt keine mehr mache. Also die ist einfach gereizt, aber nicht, ist nicht im Gelenk, sondern du merkst also einfach... Also du musst es ja angreifen. Für die paar wenigen, die es nicht mitbekommen haben,
Wir haben ja am Wochenende Bezirkspokal gespielt, da mussten wir 2 Runden spielen. Wir haben uns im ersten Spiel schon ein bisschen einen abgemüht. Da hat Olof noch zugespielt und dann, als es um die Stadtmeisterschaft ging, gegen die Füchse, liebe Grüße an der Stelle, da war Olof dann Mittelblocker und hat deswegen mal wieder so ein paar Bewegungen gemacht, die er nicht machen musste die letzten Monate. Yes. Und vor allem die seitlichen, und dieses Hüpfen und dieses Nachspringen und Anspringen und sowas, das hat, glaube ich, meine Waden ganz schön zermartert irgendwie und auch so ein bisschen, also die Rotatoren. Ja, ein bisschen Wadenspringer wie Florian Treiber, ne? Nee, aber in der Mitte musst du ja schon, hast du ja nicht weiß, die Zeit, dich, also da, ist es halt, da kannst du ja nicht den Swingblock aufladen, sondern es sind halt viele kleine Hüpfer. Das, deswegen ging es wahrscheinlich, weil ich keinen Swingblock gemacht habe die ganze Zeit. Und Zuspieler 4 Sätze mit Anhüpfen aus der Wade ist ja auch nicht. Stimmt, also stimmt. Da das macht schon Sinn, dass es da weh. Naja, da ist schon was dran. Ja. Ich habe, das war für mich am Sonntag, also körperlich, wenn wir jetzt noch bei Körper sind, was für mich total spannend war, war, ich war so erschöpft von dieser Länge der Belastung und der Art der Belastung, dass ich koordinativ große Probleme hatte, sauber zu arbeiten. Also mein Anwurf wurde von Zeit zu Zeit im Aufschlag immer, immer schlechter. Meine Sprungqualität, so ich bin nach vorne durchgesprungen, weil ich nicht mehr gerade nach oben sprang, was in der Mitte absolut tödlich ist. Also es war schon echt ein Ermüdungszustand, den ich am Sonntag hatte, der war ungesund. Meine Mom, lieben Gruß, hat zu Recht geschrieben, sie ist froh, dass ich mich nicht verletzt habe, weil das ja durchaus anstrengend war. Ja. Mutter plus eins, das ist so. Ich war sehr, sehr froh, dass ich mich da nicht verletzt habe. Da kann man echt habe. Froh sein, dass wir selbst, also alle, die zugeguckt haben, ich glaube, selbst der Vosswinkler hat jetzt nicht irgendwie ein Update aus dem Krankenhaus gemeldet. Also der hat sich da irgendwie auch durchgequält und es ist zumindest nicht schlimmer geworden, als es vorher schon war. Und das hat sich, also es hat sich schon nicht gut angefühlt, muss man mal ehrlich sagen. Nee, ist ungesund. So. Ja. Jetzt weiß ich übrigens, wir haben unser Licht nicht da vorne an, weil wir, irgendein Idiot das wieder abgebaut hat. Ich glaube, bangt immer, wenn der hier aufnimmt. Adi. Ach stimmt, die haben ja hier Bett hier aufgebaut. Na klar, die hatten hier 3 Matratzen liegen. Was ist das überhaupt? Wo sind wir eigentlich gelandet? Hat irgendwelche Creator so eine sie dürfen kein Geld ausgeben, Tour durch Deutschland machen und bei uns hier Obdach irgendwie in einer Woche annehmen. Komm mal, ich mach mal, das triggert mich sonst. Mach mal einen längeren Take kurz, ich baue mal die Lampe an. Ich baue jetzt die Lampe an, ja. Mich stört das jetzt, dass du von unten, dass deine Augenhöhlen gerade ein bisschen leer aussehen? Mich stört es, dass es anders aussieht wie sonst. Okay, verstanden. Ja, dann bau das doch da doch um. Also das ist doch völlig in Ordnung. Und dann ich kann ja mal berichten, meine mentale Ausrichtung nach dem Sonntag und während des Sonntags und auch, ich muss zugeben, ich habe den Spieltagsvlog, der gestern erschienen ist, geguckt, habe ich auch gemerkt, dass ich vom Kopf her erschöpft war und dann ist mir aufgefallen, warum. Weil neben dem Spielen und der körperlichen Erschöpfung ja dieses Trainersein und dann immer wieder, ich habe zum Beispiel mich in Satz 4 und 5 gegen die Füchse so heftig konzentrieren müssen, dass ich die richtige Aufstellung aufschreibe, weil der Super-GAU, und das ist ja schon super oft in so einem 5. Satz passiert, dass der Trainer irgendwie die falschen Nummern in der falschen Reihenfolge aufstellt und dann wären wir so am Arsch gewesen, wenn wir die falsche Aufstellungsreihenfolge hätten. Das war krank. Und dann auch noch diese Auseinandersetzung mit, wie soll man das sagen, mit, also ich habe aus dem Umfeld der Füchse gehört, dass sie überperformt haben in ihrem, also besser performt haben, als sie sonst im Durchschnitt in dieser Saison tun, was darauf zurückzuführen ist, dass sie wahrscheinlich dieses klassische ich habe nichts zu verlieren gehen in sich hatten. Und einfach nur schnell drauf, junge Leute, die schnell Vollgas draufgegangen sind, finde ich gut, haben uns deswegen alles abverlangt und wir sind da so ein bisschen kirre geworden und haben uns ein bisschen anstecken lassen. Und das war so anspruchsvoll, neben dem Körperlichen auch vom Kopf her, da irgendwie den Fokus zu halten und auch den Fokus dann als Trainer und irgendwie Führungsspieler auch noch von anderen dahin zu schieben. Das war wirklich, also es war wirklich eine geile Challenge am Sonntag. Ich bin dann abends zu Hause, bin total erschöpft und denkst, das war eine geile Challenge. Also das ist so kaputt, wie ich bin, genauso wie ich ja kaputt bin, dass ich gerne Mitte spiele, ist ja genau das Gleiche. Also ja, das ist gut, ja. Das stimmt schon. Es hat übrigens nur so semi was geholfen, würde ich sagen. Ja, es sieht immer noch scheiße jetzt aus. Jetzt ist alles sehr, naja, sehr hell. Naja, gut. Ja, also 1-2 hinten sein in dem Spiel und dann noch auch etwas mit einem potenteren Gegner im Vergleich zu Holzerhausen und dann halt wissen, dass das jetzt nur noch über echten Krampf und einen Kampf geht. Weil man jetzt einfach zu dem Zeitpunkt keine Höchstleistung mehr erwarten konnte. Das war schon sehr spannend und natürlich dann auch mit der Schlussphase. Spektakulär mit einigen Matchbällen gegen uns, natürlich sehr viel verschlagenen Aufschlägen seitens von den Füchsen und auch noch 1-2 wilden Aktionen bei uns und dann natürlich dieser, ja, sagen wir es mal, interessanten Schiri-Entscheidung mit der letzten Rallye da. Ja. Das ist dann halt so gelaufen. Da will ich mich übrigens einmal erklären, weil die Rückfrage kam jetzt unter dem Vlog auch. Darf ich das einmal erklären, ob man denn so gewinnen wollen würde? Ja, also nochmal ausholen und für alle, die es nicht mitbekommen haben. Letzter Ballwechsel war, wie gesagt, nach zig Matchbällen, ich glaube, wir hatten vorher 1-2 oder so, die hatten 4 oder 5, hatten wir dann irgendwie unseren dritten Matchball und dann ist eine lange Rallye. Ich glaube, bei der zweiten oder dritten Netzüberquerung wird Leon im Block quasi angeschlagen. Vom Block fliegt der Ball an die Antenne, das konnte man auch, ich meine, das Video ist Antenne online, oder konnte man sehen. Antennentasche? Ich weiß gar nicht. Antennentasche, glaube ich, oder so. Ja. Auf jeden Fall
hätte man da, wenn man es richtig gesehen hätte, ja, als Schiedsgericht, hätte man pfeifen müssen. Ja. Punkt für die Füchse. Und dann steht es Gleichstand weiter. Und weiter geht's. Ja, genau. So, ne? Aber der Ballwechsel lief weiter mit noch, ich glaube, 4 weitere Netzüberquerungen. Ja, noch richtig lang. Bis dann am Ende Leon den Punkt macht, abgepfiffen wird, der Schiri hier den hier macht und wir schon im Huddle waren, uns gefreut haben, bis auch immer die Diskussion losging und dann der Schiri auf einmal hier den macht und auf die andere Seite zeigt und den Punkt dann doch für die Füchse gegeben hat. Und dann kannst du jetzt, glaube ich, einhaken. Ja, dann war, also dann kommt ja jetzt die Frage, also im Beschwerden, dann bin ich halt hingegangen und habe ihm gesagt, ey, du hast das Spiel gerade beendet, du kannst jetzt nicht mehr zurücknehmen, das Thema ist durch. Ne? So hat er gesagt, ja, okay, hast einen Punkt, fertig. Da gibt es jetzt noch Leute, die sagen, ja, wenn der Spielberichtsbogen oder sonst, wenn das Spiel beendet ist, dann ist das Spiel beendet, Alter. Wenn du dieses, also für mich ist dieses Zeichen ist, und deswegen, darauf will ich hinaus, und da stehe ich auch zu, und das würde ich immer wieder so sagen, in dem Moment, wo dieses Zeichen fällt, passiert im Kopf des Sportlers, das ist egal, in welchem Niveau es ist, passiert etwas, nämlich du hast das Spiel gewonnen oder verloren. Danach das Spiel innerhalb von einer Minute wieder anzupfeifen, weil du irgendwas revidierst, führt dazu, dass es eine noch dass es potenziell einen noch ungerechten oder einen noch verfälschteren Ausgang gibt als durch eine Fehlentscheidung, weil die hätte auch die 2 Stunden davor passieren können. Mhm. So, das ist meine feste Überzeugung und deswegen, wenn man mich fragt, wollt ihr so gewinnen? Ja, 100%. Meine ich 100% ernst, weil ich hatte das einmal schon, weiß es noch ganz genau, wie gestern, 2012 mit Lars Flüggen in Russland bei einem Beachvolleyball-Turnier. In dem ersten Gruppenspiel gegen Semenov Koshkarev war das noch, glaube ich, oder irgendwie sowas. Also gegen russisches Team zu Hause. Wir haben das Spiel gewonnen, der Schiedsrichter pfeift's ab. Zweiter Schiedsrichter meldet aber irgendwie einen Fehler oder einen Netzfehler. War falsch, aber das ist halt ein Pfiff, den du in Russland manchmal gegen dich kriegst, gegen russisches Team. Das war irgendwie dann so. Aber wir hatten uns schon gefreut, wir hatten schon Handshake und dann hat der da so mal das Spiel angepfiffen und wir haben dann noch verloren in der Verlängerung vom dritten Satz. Und seitdem bin ich da so allergisch, weil ich wusste, in dem Moment macht das was mit dir, nämlich das Spiel ist over. In dem Moment ist Spannungsabfall komplett. Und dann wieder Refocus zu machen, nee. Ja, das und da bin ich, da stehe ich dann, da bin ich dann eiskalt und sage, nee, das Spiel ist jetzt vorbei, du bist selber schuld, wenn du es abfallst. Ja, da will ich dann auch nicht wissen, was passiert wäre. Und es war ja auch noch, ich meine, am Ende, ich habe es glaube ich nicht mitbekommen, ich weiß nicht, ob der Mann, der an der Linie stand, irgendwie gewackelt hat und was signalisiert hat, aber die zweite Schiedsrichterin hat ja auch noch nicht mal was angezeigt. Ja, ja. So, die hat sich so ein bisschen komisch bewegt, hat dann auch so geguckt und hat so, oh, war das jetzt ein Fehler? Hat sich dann aber auch nicht getraut, irgendwas zu machen, also ist ruhig geblieben in dem Moment, hat irgendwie weder gepfiffen noch irgendwie irgendwas hier angezeigt oder so. Und dann lief halt die Rallye weiter, so, ne? Und es gab vorher auch vier, fünf knifflige Entscheidungen, wo auch mal ein Linienrichter irgendwie mal die Fahne gehoben hat und gesagt hat, ey, hier war was und das wurde dann rejected. Von daher fand ich es in dem Moment tatsächlich auch dann im Endeffekt irgendwie wissen, dass es im Zweifel nicht die richtige Schiedsrichterentscheidung war, fand ich es dann irgendwie okay so, ne? Gleichzeitig natürlich auch genauso okay, dass es 2, 3 Kandidaten gab bei den Füchsen, die natürlich dann ein bisschen fuchsig waren, die waren ein bisschen sauer, wäre ich genauso gewesen in deren Situation, 100%, hätte genau das gleiche gesagt, hätte wahrscheinlich auch gefragt, ey, so, also ne, ja, so klar. Was halt kam mit, wollt ihr so gewinnen oder ist ja voll ungerecht und habt ihr 0 verdient und so, aber das waren auch nur zwei, drei Leute direkt nach dem Spiel und mit ein bisschen Abstand war es mit allen danach wieder cool und die Füchse allgemein waren ja, also, war echt eine super Truppe. Ja. Glaub auch nicht, dass die jetzt da noch wahnsinnig da irgendwie einen Groll hegen oder so, ne? Die wissen, es war ein geiles Spiel. Sie hätten natürlich sehr, sehr gerne gewonnen. So. Also ich bin immer noch, wenn ich mir das jetzt so, also jede Szene, die ich sehe, ich bin so sauer auf uns, wie wir da gespielt haben, Mann, Alter. Das kann nicht sein, dass wir in so eine Situation kommen, dass wir gegen so, wie soll man das sagen? Die waren ja, nee, im Wesentlichen waren die ja jung und übermotiviert. Die haben einfach nur wilde Sau abgehackt mit Fadeaway und Verzögerung oder so einfach auf irgendwelche Hände gewichst. Und wir waren nicht in der Lage, die ausreichende Qualität und Disziplin dagegen zu stellen über 90 Minuten. Und das ist wirklich, also zum einen ist es natürlich eine Challenge, aber es ist natürlich absolut erbärmlich. Also brauchen wir gar nicht drüber rumreden. Absolut erbärmlich, dass Spieler von dem Format da so performen. Fertig. Meine ich ernst. Also auch so Situationen, es war auch einmal zum Beispiel dieser Dreier da von denen, der ganz gut war, so, da war ja der Go-To-Guy von denen. Ich glaube, das war die 3, ne? Von der Nummer oder 9 oder jemand. Welche Position meinst du? Ja, der eine außen dann halt. So. Achso. Der größere von denen. Ja, ja. Und der hat einen Ball, der kam so aus der Rallye, so ein bisschen eng und dicht, irgendwie kurz zu 4. Und der war so dicht, dass wenn ich Vollgas ausgesprungen wäre, vorher an den Ball gekommen wäre. Was macht der? Der denkt wirklich, also der zieht volle Sau geradeaus diagonal durch, der hätte mir so heftig in den Block geschwartet, aber ich, und das war, ist auch so, also ich rede jetzt gerade von einem Fehler von mir, ich dachte, der kann doch nicht so blöd sein und so übermotiviert, den jetzt in die Richtung zu schlagen gegen meine Hände. Er macht es und führt zum Erfolg, weil ich dachte, er muss doch eigentlich drücken und Kontakt auflösen. Also, ach, so, du bist ein bisschen passiv. Ich ein bisschen sehe seine Spielsituation, ich denke, er müsste wissen, dass er an mir nicht vorbeikommt, passt mein Spiel an, er passt seins nicht an und führt damit zum Erfolg. Das ist ein Beispiel, was da
so bewusst passiert das bei euch außen, Swing Außenblocker nicht, aber bei mir ist das so. Ich habe mich da ja genauso, ich habe da genauso scheiße drauf reagiert, dass die so eine, dass die so ein übermotiviertes, wir hauen drauf und wir haben nichts zu verlieren, Gehabe da hatten, 2 Stunden. Das ist nicht negativ gemeint, ne? Das war ja im Wesentlichen die einzige Chance. Weil kontrolliertes Spiel hätte die Füchse höher verloren. So. Ja. Ja. So. Und deswegen ist es okay. Also alles gut, ja, aber es ist schon spannend. Seit Holzerhausen hast du ja auch versucht, uns irgendwie ein bisschen Disziplin da reinzubläuen. So hoffnungslos, Alter. Ich glaube, in dem Spiel wäre es tatsächlich wieder besser gewesen, wenn man ein bisschen wildere Sau gemacht hätte im Block. Da wäre, glaube ich, ein kleines bisschen was, aber I don't know. So, deswegen, also es reiht sich eigentlich so ein bisschen ein in den Negativtrend. Es wird euch auch, also kann ich euch schon mal sagen, Eintracht hat hier, kannst du klippen und rausschicken oder sonstiges. Ich schwöre dir, wir verlieren am Freitag oder Samstag ein Spiel. Das glaube ich nicht. Oder sogar beide. Ich glaube, wir gewinnen beide. Aber es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit und da muss auf jeden Fall jetzt schon eine Reaktion kommen, gerade weil, also es schon kommt mal News. In dieser Mannschaft kommt keine Reaktion. Ja, aber es wird ja so ein bisschen, weil, also. Nein, in dieser Mannschaft kommt keine Reaktion. Ja, okay. Es wird halt eine ganz andere Konstellation sein, wie gesagt, Leon wird nicht mit am Start sein und so. Müssen wir mal gucken. Es wird keine Reaktion kommen in dieser Mannschaft. Die Mannschaft ist dahingehend verloren. Es wird nicht passieren. Wir sind ein pomadiges, eingebildetes Retorten-Drecks-Scheißhaufen sind wir. Das ist das, was wir sind. Fertig. Gehört zur Strahlkraft des Vereins. Ja. Wie auch immer du das verkaufen willst, aber das ist, das wird nicht passieren. Diese Talfahrt ist Gott sei Dank in einer Meisterschaft und in dem Einzug ins Halbfinale in den Bezirkspokal geendet, wo wir dann hoffentlich nicht von Dirk Funk als absoluten Top-Favoriten gegen Regionalligisten ausgerufen werden. Nein, natürlich wenn wir nicht. Schon gegen Verbandsligisten und Oberligisten fast verlieren. Gegen absteigenden, fast absteigenden Oberligisten. Weil wenn du dann also nochmal sagst, wir sind absoluter Favorit, dann ruf gerne alle deine Freunde an, die so gut sind im Volleyball. Ich glaube da kein Stück dran. Mörs wird uns 3-0 so wegschlachten, hoffentlich, Alter. Und am Freitag hoffentlich die Jugendspieler vom VfR Humann auch. Einfach nur, weil wir es verdient haben, weil wir ein dreckiger Scheißhaufen sind. So. Also das Zweite würde nicht passieren. Und beim Ersten sind wir natürlich nicht Favorit. Die sind top in der Regionalliga, die spielen da irgendwie oben mit. Die wissen ja auch, wie die aufgestellt sind. Mörs hatte ja so einen kompletten Umbruch, ist ja eine ehemalige, ne? Haben ja noch ganz, ganz lange zweite Liga gespielt, stand eigentlich lange im Raum, bevor es das erste Mal hieß, ey, es sollen Teams aufsteigen, war Mörs ja eigentlich so ein Prime-Kandidat für in die erste Liga aufsteigen. Ja. Bloß dann hat sich da irgendwas, du bist da tiefer drin als ich, irgendwas mit Finanzen und wahrscheinlich ein paar Leuten, die da vorher Geld reingesteckt haben, hat sich dann alles umgeworfen und da sind da 1-2 alte Recken geblieben und ansonsten ist da ein kompletter Umbruch gewesen mit ganz, ganz vielen Jugendspielern und jungen Leuten und jungen Talenten. Gegen die haben wir letztes Jahr schon gespielt, haben da ohne Olaf ganz gut mitgehalten, aber man weiß ja auch, wie das läuft. Die ganzen Jungs, also die ganzen Jungen, die da mit am Start waren, die werden ja jetzt dieses Jahr so viel besser schon sein und deswegen wartet da natürlich ein heftiges Brett auf uns, aber ich freue mich natürlich auch drauf. Weil da werden wir halt als krasser Außenseiter dann da mal reinstarten und hoffentlich wird das auch wieder ein bisschen Hype auslösen, weil das ist ja natürlich das nächste Thema, was da jetzt so im Chat und im Stream abging. Ende April ist es dann irgendwie, ich glaube 25.04., wenn es mich nicht täuscht. Ja. Auf jeden Fall der Sonntag. Also der Sonntag um und bei dieses Datums ist dann die Finalrunde des Bezirkspokals. Erste Runde wäre gegen Mörs. Ich glaube dann wahrscheinlich der andere, also wahrscheinlich ins Finale kommt dann irgendwie sonst noch Kleveler oder so, oder Käveler und oder Rummeln oder so, das sind auch so die Kaliber, die da so rumlaufen. Also wir haben das Schwerste los natürlich im Halbfinale mit Mörs, aber das wartet dann noch so auf uns und verlängert so ein bisschen die Eintracht-Saison, was ja erstmal, also darum ging es ja auch erstmal so ein bisschen. Ja, ne? Darum ging es. Dadurch haben wir noch einen Anker, weil sonst wäre es jetzt halt quasi vorbei gewesen. Ja. So, das letzte Spiel wird ein bisschen unwürdig, da sind wir dann wahrscheinlich, also müssen wir mal gucken, ob wir dann überhaupt dabei sind, weil ja parallel noch dieses, also ich kann nicht, weiß ich schon mal, weil da dieses CC-Finale ist parallel, von der Virtual Bundesliga. Und deswegen wären sonst jetzt so fast schon die 2 letzten Spiele gewesen. Und dann wäre die Saison so vorbei gewesen. Ne? Deswegen war das sehr, sehr wichtig. Anfang März, ja, stimmt. Das wäre schon ganz. Ja. Sollten dann echt mal, wenn wir auf die Vorbereitung dahin gehen, sollten wir echt mal 1-2 Testspiele vielleicht noch irgendwie organisieren. Ja. Also. Ja, auf jeden Fall. Sehr sicher sogar. Ja. Aber das würde ganz gut klappen, weil das wird ja bei 1-2 Teams und gerade bei Teams, die Relegation spielen müssen oder so, wird es ja ähnlich sein, dass die dann auch in dem Zeitraum wahrscheinlich noch Bock haben. Und sonst haben die Leute ja eh Bock. Also, ja, und da werden die Hallenzeiten doch jetzt auch wieder frei, wenn die ganzen anderen Ligen auch frei sind. Also wir können auch mal am Wochenende so ein Ding machen oder so vielleicht sogar. Also ja, könnte cool. Man ja echt organisieren. Mal 1-2 Streams machen. Ich habe morgen den Vorsitzenden hier vom Stadtsportbund Düsseldorf immer hier zu Gast. Mit dem sprechen wir mal, was die Eintracht an Infrastrukturen von seitens der Stadt zugesichert kriegt. Weil wir brauchen einfach eine Turnhalle. So, neben Trainerbewerbungen, da kamen jetzt schon ein paar rein. Gerne nochmal, also wenn ihr Bock habt, da irgendwie euch zu involvieren, also zumindest mal reinzuhören, was die Ideen sind oder so, schreibt uns sehr gerne an eintracht@spontan.lol oder mir bei Instagram und und dann gucken wir, wie wir die Infrastrukturen da aufbauen. Also, ja. Wird halt jetzt spannend. Ja. Jo, ansonsten, ich
Ich muss jetzt auf jeden Fall einmal noch Krafttraining machen vor Freitag. Also ich muss irgendwie an die Langhantel, auch wenn es schwerfällt, auch wenn es mir alles wehtut, aber ich muss mich einmal auf jeden Fall nochmal eine andere Spannung draufziehen, weil diese, das ist ja auch ein anderer, ist auch ein anderer Muskelkater. Das ist einfach anders. Ja, natürlich, das ist komplett so anders. So krass, ich hatte Muskelkater ruiniert einen ja komplett. Im Schulterbereich. Ja. Wie scheiße, ey. Unfassbar. Ja. Wirklich. Ganz, ganz unangenehm. Naja. Ich hatte auch Muskelkater, ich habe Muskelkater auch in der Brust. Also das ist verrückt. Wo kommt das denn her? Ja. Weil ich Muskelkater im Bizepsansatz hier unten, habe ich auch, also im Ellbogenbereich da unten an dem Bizepsende quasi. Ganz komisch. Ja. Naja. Aber egal, auf jeden Fall ist mein Hass auf die Retortentruppe so auf jeden Fall größer geworden am Wochenende. Ja. Sehr gut. Ja. Aber trotzdem, der Hype war auf jeden Fall real. Wir haben ja auch schon ein, zwei Posts dazu gemacht. War natürlich krass da über die lange Sendestrecke, die wir da hatten, wie viele Leute einfach eingeschaltet haben. Mit in der Spitze über 4000 Menschen im Stream. So, ne? Bei einem Bezirkspokalspiel, das war natürlich völlig verrückt. Irgendwie 20.000 verschiedene, die insgesamt im Stream reingeschaltet haben. Das sind schon insane Zahlen, so, ne? Also, die sind höher als ein Halbfinalspiel letztes Jahr in der Volleyball-Bundesliga. Ja. Ja. Das ist so, natürlich. Und das ist dann schon verrückt. Fand's auch geil, im Chat ging es ja auch wirklich ultra ab. Meine Fresse, ey. Also war richtig herrlich. Also von Support zu natürlich maximalem Hate und allem war da mit dabei. Also war richtig feurig. Das hat schon Spaß gemacht. Ja. Ja, Spaß hat das gemacht, aber es war trotzdem eine absolute Challenge. Und wenn man da so nüchtern oder mit ein bisschen Abstand drauf guckt, dann missfallen mir halt ein paar Sachen, ne? So. Ja. Ja, dir geht es ja vor allen Dingen um das Mentale. Ich meine, bei mir war jetzt wieder so, also ich, wie gesagt, ne, wenn man ein bisschen durch den Chat klickt, so, das ist schon insane, was da abgeht, ist natürlich auch vollkommen berechtigt und alles klar. Diesmal war ja geil, wir hatten das erste Mal vor Ort hier, also am Anfang natürlich bei mir, am Ende hattest du auch noch ein, zwei Momente, wo dann hier von den Leuten vor Ort dann so kam, Superstar, Superstar, ja. hey, so, ne? Das war geil. So, das war echt ganz geil. Auch, also im Chat, also ich weiß nicht, wie ich das adressieren soll, aber ich finde es halt total spannend. Egal, also, was du jetzt sagst, es wird dir negativ ausgelegt. Du hast halt jetzt anderthalb Jahre eine große Fresse und du kommst jetzt gerade an deine Grenzen und die werden dir gerade aufgezeigt bei dem Spielniveau der letzten zwei Wochen. Aus verschiedensten Gründen, völlig egal. Aber du hast halt einfach, du wirst deinen Ansagen, du wirst deiner großen Fresse nicht gerecht. Und mittlerweile tut es mir fast leid, dass ich ein halbes Jahr Witze mache, dass du zu schlecht bist und jetzt offensichtlich nicht, zumindest nicht gut genug warst die letzten Wochen so. Deinem Anspruch. Ich will nur sagen, dass es auseinanderklafft. Ich habe dir im Wesentlichen durch den Running Gag, habe ich dir keinen Gefallen getan, weißt du, was ich meine? Ich habe dir wenig Gefallen getan damit. Du dir selber dann auch nicht. Also die Kombination aus unserem Rumgelaber, du dich hochlobend, mich drüber lustig machend, gekoppelt mit den letzten zwei Performances, wo du nicht auf Quote kommst, so in den wichtigen Situationen, das, ja, egal was, und jetzt darfst du gerne das sagen, was du sagen wolltest, weil egal was du sagst, glaube ich, es gibt wieder Leute draußen, die es negativ auslegen. Dass ich natürlich die letzten beiden Spiele vor allen Dingen nicht gut angegriffen habe, ist mir ja klar, so, das ist ja logisch, das war dann einfach nicht gut, so. Habe ich auch Montag irgendwie so ein bisschen gemerkt bei dem Final Five Ding, dass ich einfach so vom Kopf da gerade überhaupt nicht reinkomme. Ja. Das war wirklich, also am Montag war insane. Ich habe vorher wirklich, also ich stand ja ein bisschen an der Scheibe und habe mich so ein bisschen vorbereitet, habe wirklich richtig gut trainiert und am Montag stand ich da vor dieser Scheibe und ich wusste nicht mehr, wie ich jetzt die Pfeile anfassen soll. Ja. So, ne? Ich hatte wirklich, auf einmal hing ich da wieder und dann so, hä, mit welcher Technik habe ich denn jetzt geworfen die letzten 5-6 Male? Und habe dann auf einmal wieder meine ganze Hand da drin gehabt und konnte so mit der Faust geworfen. Und konnte da nicht reinkommen. So mit so Messer abstechen, Alter. Naja, so das und so, das ist in Ordnung so. Und an sich, ich meine, abseits von aller Inszenierung und der Show ist mir natürlich in der Konstellation auch bewusst, dass wenn ich neben Leon, Matti, dir und Gergely stehe, gut, und dann ist noch ein Mittelblocker zum Auffüllen da, dass ich dann natürlich tendenziell mit die letzte Option bin im Angriff, ist mir bewusst, weil da sehr, sehr gute Volleyballer drumherum stehen. Ja, aber dann wird ja die prozentuale Gutverteilung eigentlich eher zu dir. Das heißt, du kriegst im Durchschnitt potenziell. Ja, aber dann guck dir mal, also das ist nein, ja jetzt... Nein, im ersten Spiel schon mal gar nicht, absolut nicht. Und im zweiten war es ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt nur gute nein, Sachen hatte. Nein, aber also dennoch ist, bist du dann, weiß, aber meinst, trotzdem bist du ein Kopfschlappen, weil du plötzlich dann langsam wirst in der schwierigen Phase und sonstiges. Wenn du reinlegst, bist du nicht bereit, selber zu sichern. Du warst einfach geistig behindert, sorry, das ist so, fertig, Ende aus. Du hast das nicht angenommen, sauber hier oben im Kopf. Du wusstest nicht, wie man den Dart-Pfeil hält am Sonntag. Montag, ja. Sonntag, auch. Ach so, wie man es ja. Sonntag. Ja. Naja. So. Das ist einfach, deswegen kannst du das nicht rausreden. Das ist halt offensichtlich geworden jetzt. Und dann ist mir ja scheißegal, warum. So ist das nun mal. Wenn man eine große Fresse hat, wird man daran gemessen. Und wenn die Leistung dann nicht zu der großen Fresse passt, dann kriegt man auf die Fresse. So ist die Welt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ist es auch, genau. Das ist absolut in Ordnung. Ja. Und da muss man einen Umgang mitfinden. Und ich finde das natürlich sau witzig. Auf der einen Seite kotzt es mich an, dass ich auf der Seite bin oder der Mannschaft, die da hinten liegt. Aber ich finde es so witzig,
eine Frauenmannschaft zu beobachten, die offensichtlich unseren Content konsumiert, die, wenn Dirk Funk Scheiße baut, auf der Tribüne sitzt und sagt, Superstar, Superstar, hey, hey, und ich sehe dein Gesicht und du denkst so, fuck, Mann, es macht was mit mir und ich liebe die Situation, die da entsteht und gleichzeitig finde ich es scheiße, dass ich in dem Moment vielleicht verliere. Das ist richtig geil. Ja. War. Ja. Ist okay. Wie gesagt, gibt ja noch ein, zwei andere Elemente. So, Annahme habe ich meiner Meinung nach sehr gut gehalten. Ja. So, ne, das war in dem Fall tatsächlich dann im Zweifel das wichtigste Element. Mhm. Ehrlicherweise, sich gut, da war, nicht dass komplett rauszuhauen. Du hast immer anschlagen lassen, das war gut. Gut, dass du immer Standflot-Aufschlagfehler gemacht hast, als ich vorne war. Das war auch gut. Ich habe zweimal Standflot-Aufschlagfehler gemacht, du Pisser. Ja. Aber Standflot war auf jeden Fall nicht mehr Meter. Also im ersten Spiel noch so halb, aber im letzten Spiel auf jeden Fall nicht mehr. Yes. Ab einem gewissen Spielniveau funktioniert das dann doch nicht mehr so gut. Ja, zumindest nicht, wenn man so halb hoch immer in die Pritschannahme macht. Da muss man schon irgendwie im Winkel schlagen, dann funktioniert es vielleicht noch. Ja, wenn ich du weiß. Zum Ballern zwingst, geht's noch. Ich weiß. So, je nachdem, wie ich den Ball getroffen habe, war das dann effektiv oder auch nicht. Ja. Naja. Ja, egal. Vielen Dank, also was Dirk sagen wollte, vielen Dank für den Support und den Hate im Chat. Ja, das ist geil. Sagen. Es ist nach wie vor geil. Das ist, also, versteht mich nicht falsch. Ich finde das nach wie vor sehr, sehr gut, dass das alles so kommt, weil das absolut in die richtige Richtung geht, wie gesagt. Ey, so. Und ich kann dir sagen, ich war gerade bei deinen, ne, und da ist so, das ist, unten haben die Produktion, in der Mitte haben die so Redaktion so und oben ist dann so die ganzen Ligenbetreuer und sonst ist so eher so Management, wenn man so möchte. So ist das ungefähr aufgeteilt. Und in der ersten Abteilung Redaktion, ich sag's dir, wie es ist, ne, ich komme da rein, sag allen Hallo, Eintracht Spontan ist ein Thema. Ja. Also die Redaktion, die auf Handball, Basketball und Co. rumarbeitet, Bundesliga, da ist die Eintracht Spontent und die Stadtmeisterschaft ist ein Thema. Die kriegen es mit. Das ist gut. Ja. Ja. Ja, ist geil. Wir standen jetzt auch in der Zeitung, von daher, wir sind global. Ja. Oh, aber eine Sache will ich trotzdem noch sagen, was mich wirklich manchmal dann doch ein kleines bisschen triggert und abfuckt, sind wirklich die Menschen, die für die Volleyball Angriff ist. Punkt. So. Und du nimmst 7-mal in Folge gut an. Bringst dann einen Angriff nicht durch und dann schreiben 7 so. Leute auswechseln. Ja, da bin ich bei dir. Und da, und das ist wirklich, also da, wenn man da mal in gewisse Passagen reinguckt und dann so das Stimmungsbild des Chats sieht, dann fragt man sich manchmal, ob die so ganz verstanden haben, was ein Gänse Volleyball ist. Nein, haben sie nicht. Aber haben ja viele von uns auch nicht. Die sind ja auch nur, guck mal, ich habe die ersten zwei Sätze auch im Angriff als Mittelblocker keinen Ball gekriegt, weil Gaga mich benutzt hat. Haben die jetzt gesagt, ich habe schlecht gespielt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Alex hat keinen Impact, ja, könnte sein. Ich glaube schon, dass ich Impact habe, wenn ich die Hände vorne übers Netz halte. Ja, natürlich. Aber so ist im Wesentlichen ja der Dummbatzen Durchschnittsvolleyballer da draußen ausgebildet. Der checkt's ja nicht. Deswegen finden ja auch alle Einschlagen cool. Du, by the way, auch. Du bist auch Einschlagen einer ist mega cool. Einschlagen ist so eine Scheiße, ja. Wirklich, Alter. Naja, was soll's. Ja. Und Mittelblock macht mir wirklich immer noch Spaß. Also es ist sau anstrengend und ich bin da wirklich nicht mehr für gemacht, weil ich zu schwer bin und zu langsam. Also ich merke, dass ich zu langsam bin. Mein Kopf ist schneller als mein Körper. Das ist scheiße. Mhm. Aber es macht mir nach wie vor Spaß, sich da reinzuarbeiten. Ja, aber ich kann es, also aus deiner POV kann ich es auch wirklich voll verstehen, weil wenn man wirklich aufgrund seiner Qualität so in der Lage ist, halt so einen Impact im Spiel zu haben, dann vor allem defensiv, Defense, ja, genau, wenn man wirklich das Gefühl hat, ey, ich mache jetzt hier wirklich dicht und ich habe das gerade hier komplett im Griff, dann ist es geil und dann die Connection, die du natürlich dann auch noch mit Gagai hast, ja, gut. Die ist halt, also da macht das ja auch noch offensiv einfach richtig Bock. So, ja. Und kriegst mal ein schönes Päuschen auf der Bank, das ist auch gut. Nett. Ja, das ist auch gut, das macht Spaß. Wobei, es ist auch ganz, ganz schlimm, wenn man so mit plus 5 von der Platte geht. Ja, und dann geht's auch los. Und dann kommst du bei minus 1 wieder aufs Feld und denkst so, okay, here we go again, Alter. Mhm. Das ist auch dann nicht so gut. Ja. Aber naja, das macht auf jeden Fall Bock. Und da hat der Skilehrer hat das Battle auch in der Mitte angenommen, haben wir uns immer darüber lustig gemacht, dass ich mehr Blockpunkte mache. Mitte macht mir, ich habe, glaube ich, die nötige Portion Geisteskrankheit, dass mir Mitte noch Spaß macht. Das ist echt ganz geil. Ja, je nachdem. Freitag darfst du ja vielleicht nochmal. Uff, Alter. Also Samstag kommen nochmal die feinen Zuspielhände. Also wie gesagt, dann, bevor wir es jetzt hier abrappen, einmal nochmal Ausblick, weil ihr, also gilt ja jetzt für die jetzt gerade frisch reinhören. Ihr müsst jetzt gleich Eintracht gucken. Ihr müsst jetzt gleich quasi Eintracht gucken. Ja, wobei, Freitag recorden wir. Ne? Ja, also wir werden wahrscheinlich ein bisschen das hier, ne, IRL-mäßig irgendwie ein bisschen mitnehmen. Könnt ihr im Nachhinein reinziehen, dann werden wir irgendwann Anfang der Woche das Spiel gegen Essen auf jeden Fall für euch so im Nachhinein, wie ihr es kennt, werden wir das Ganze für euch nochmal streamen. Samstag, wenn ihr Lust habt, müsstet ihr vor Ort sein, weil das ist die einzige Möglichkeit, dieses Spiel zu sehen. Osterrad hat ja leider dem Stream nicht zugestimmt und wir dürfen auch sonst nichts machen, nichts recorden. Also da könnten wir potenziell auch irgendwas IRL machen, ohne irgendwas von denen zu zeigen. Das wäre dann erlaubt, der Rest nicht. Und so sieht es dann auf jeden Fall aus. So, ne? Und Sonntag ist dann ja noch hier Pokalfinale. Da mal ganz kurz als Disclaimer, bevor sich die Leute wundern, die vor allen Dingen auch bei deinen einschalten werden, da haben wir jetzt doch nochmal umgeplant. Ja. Also wir werden vor Ort sein, ihr werdet uns auch sehen, wenn ihr da hinkommt. Aber wir werden primär ein bisschen Content machen, auf jeden Fall einen Vlog drehen und kommentieren werden dann die jungen Bengals
Plus dann das Frauenfinale, da ist ja, wie gesagt, glaube ich, Maren Brinker mit dabei. Das Herrenfinale machen Fromm. Dann... Maren Fromm. Ja, stimmt. Stimmt, ich hab's schon... So, ja, ja, ich weiß, es ist auch schwer. Ich weiß. Naja, so, ne? Deswegen nicht wundern, dass wir nicht kommentieren, aber wir sind auf jeden Fall trotzdem vor Ort und hängt ja auch mit deiner Schönheits-OP zusammen. Ja, Mann, ich kann Over-Ear. Ich habe immer noch Over-Ear-Trouble. Ja, das ist, wer letztes Mal Bouncers geguckt hat, hat ja gesehen, wie du da saßt, wie so ein Dulli, ey. Mit hier Mikro auf 7:30, das andere, ja, ja. Die Ohrmuschel hier oben auf der, ja. Komplett also auf der Platte. Noch mehr wie ein Dulli als sonst saß ich da. Genau. Deswegen. Aber auf der anderen Seite ist es doch cool, aber mehr Zeit mit Leuten da irgendwie abzuhängen und Zeug zu machen. Wobei ich werde wahrscheinlich, ich werde da eh wieder rumgereicht, Alter. Du bist dann alleine wieder social awkward, alleine unterwegs, ey. Oh, das ist total kacke, wirklich. Das wird wirklich scheiße wieder, ne? Ja. Ja, aber das geht nicht, das können wir nicht wieder so machen, das ist total beschissen. Aber sonst hätte ich dich ja als Begleitung in den VIP-Bereich mitnehmen müssen. Hätte ich dich ja angeben müssen, habe ich nicht gemacht. Das ist so dumm, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Das war vor 3 Monaten, da habe ich gedacht... Wie wir es jetzt schon wieder aufgestellt haben, macht null Sinn, es wird wieder so laufen. Du wirst die ganze Zeit in diesem Raum sein. Ja. Und dann hänge ich da rum und dann ist es so. Ich habe dann gut gegessen, gut getrunken und dann fahren wir immer wieder zurück, ja. Der Sonntag wird richtig scheiße, ja, absolut. Das wird echt bodenlos. Nein, ich guck mal, dass ich mich nicht ganz so asozial verhalte wie letztes Jahr, wo ich die ganze Zeit weg war. Gucken wir mal. Kannst du diesen Blick machen? Nee. Ja, schauen wir mal, was wird. Ich freue mich auf jeden Fall, viele von den auch Zuhörenden hier zu sehen am Sonntag. Ich freue mich aber auch ganz, ganz wenig darauf, mit den ganzen Idioten am Sonntag zu sprechen. Ohne jetzt Idioten beim Namen zu nennen. Aber das ist wieder, sind viele Menschen. Ja gut, das gehört ja dazu. Viele Menschen an einem Ort, die ich wenig ertragen kann, so würde ich es mal formulieren. Ja, das vereint halt immer noch, ich meine, es wäre immer noch ein schönes Event, dass es natürlich die Volleyballwelt da so zusammenbringt und dann natürlich auch, ne, Frauen, Männer und so, aber es vereint halt auch immer noch die altbackenen Strukturen und ein paar Dinge, die halt auch aktuell jetzt nicht so geil sind am Volleyball, die versammeln sich dann auch halt alle da und dann ist es halt so und gehört dazu, so, ne? Ja. Gibt halt Gutes und Schlechtes, das ist halt so. Ja, deswegen. Oh Mama. Ich habe übrigens gestern hier, wenn man einen Strich drunter unter Volleyball, ich war gestern Abend kurz im Fitnessstudio und habe mich so ein bisschen durchbewegt, weil ich musste mich irgendwie durchbewegen und so. Und auf dem Parkplatz war ein Typ, der hat irgendwie, also ich habe gestern eine gute Tat vollbracht, weil auf dem Parkplatz hat ein Typ irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es die Freundin war oder irgendwie oder sowas, so irgendwie so gefühlt am Auto so, ich will nicht sagen halb bedroht, aber so kurz verkörperlich geworden, so mit der so laut diskutiert oben im Parkhaus. Und sonstiges. Und da habe ich so überlegt, okay, wie geht, also natürlich gehe ich da dazwischen, aber die Frage ist wie, ne? Und dann habe ich so gesagt, dann bin ich so hingegangen und habe so gesagt, hab so kurz, ey, Kollege, dreht sich so um, was ist das Problem? Willst du nicht mehr mit jemandem anlegen, der in deiner Gewichtsklasse ist, ne? Und der war halt nicht in meiner Gewichtsklasse, ich war halt 30 Kilo schwerer oder so, ne? Und dann sagt er so, guckt er so, nee, ist kein Problem. So, ich habe sie und ich so, sehen das beide von euch so? Sie sagt, ja, wir haben hier hat so rumgeeiert. Das war offensichtlich, dass der Typ halt einfach in Beziehung oder whatever oder Ex-Freund oder so eine Scheiße, das war so richtig, weißt du, so oft, das war noch zu belebtes Parkhaus, als dass der die jetzt da vermöbelt hätte oder irgendwas oder so, aber es war so ein bisschen, und sie kannten sich auf jeden Fall, es war keine Fremdvergewaltigung incoming so ungefähr, aber es war so eine richtig komische Situation, was machst du? Und deswegen meine Frage ist, ich habe dem natürlich gesagt, ich sage, Bruder, lass die Scheiße, Mann. Wenn ihr ein Problem habt, redet drüber, aber nicht auf der Art und Weise so, ne? Und nicht so aggressiv, wie wenn du so vor ihr stehst. Hab mich dann so ein bisschen so vor ihn gestellt. Und der war so, also A, ich glaube, ich hab's okay, weil es hat auf jeden Fall eine Reaktion bei ihm erzeugt, so. Also er hat sich ablenken lassen. Aber wie willst du denn, kannst ja nichts machen. Kannst ja auch nicht die Polizei rufen in dem Moment, oder? Ja, das bringt, glaube ich, relativ wenig. Also wobei das schon, Polizei rufen ist halt schon auch sehr ein deeskalierender Move. Weil ja, dann, aber spätestens dann weiß der Bre ja so, okay, jetzt muss ich mich halt irgendwie zusammenreißen, weil sonst kriege ich richtig Stress. Ja, aber sie hilft hat, halt, auch sie hat halt auch nicht signalisiert, weil ich habe sie gefragt, ob es okay ist oder ob sie irgendwie oder weiß nicht was oder ob sie so, nein, passt schon alles irgendwie und dann was. Ja, vielleicht war sie auch ein kleines bisschen, na, es ist halt, nein, ich hätte gerne gewusst, wie der, also das ist super schwer zu beurteilen, wenn man nicht dabei war. Ja. Weil man stellt sich jetzt ja so vor, was war da so los, was war das für ein Streit, war das jetzt einfach nur dieses... im Zweifel hier Toxic Masculinity und ich baue mich jetzt auf, weil ich bin hier der Stärkere und ich möchte jetzt hier den und einfach nur Aggressionsproblem von dem Bre. Oder, keine Ahnung, hat sie im Zweifel auch irgendeine große Scheiße gemacht und den völlig zu Recht völlig auf die Palme gebracht. Ja, ja. Und dann ist er halt mal ein bisschen zu hoch gedreht, was dann trotzdem nicht cool ist. Deswegen auch völlige Berechtigung, selbst wenn sie, keine Ahnung, also wirklich was ganz, ganz Schlimmes gemacht hat, dass du dann da trotzdem einschreitest und quasi ihn ermahnst, dass er sich mal runterfahren soll. Weil egal, was jetzt passiert ist, rechtfertigt natürlich nicht, dass jetzt er da potenziell mit körperlicher Gewalt oder irgendwas droht. Ja.
Aber ja, deswegen sehr, sehr schwer zu beurteilen. Total schwer. Wenn man den Vibe nicht einschätzen kann. Ich bin dann so weggegangen, weil sie so meinte, nein, ich so, ist alles okay oder brauchst du irgendwie Hilfe oder irgendwie so. Ich habe so ein bisschen, sie hat mir so signalisiert, dass sie nicht so, weil ich wäre auch bereit gewesen zu sagen, pass mal auf, Kollege, jetzt verpiss dich mal hier und zu warten und sie, jetzt, weißt du, oder ich hätte auch keine Ahnung. Ich wäre auch mit der ins Gym gegangen, so ungefähr, und hätte von da eine Polizei gerufen oder so eine Scheiße. Also hätte ich alles gemacht. Aber sie hat mir so ein bisschen signalisiert, wie, nee, komm, das passt schon. So frei nach dem Motto, ist schon okay, dass wir uns gerade zanken oder dass er gerade irgendwie, also das war irgendwie so und ich war so richtig, ich hatte das Gefühl, ich habe so ein bisschen deeskaliert, ist auch ein bisschen so weggegangen und so und dann waren sie so an zwei Autoseiten am Ende, weil, ne, so, also von einer Seite vorher standen so zwischen zwei Autos an einem und dann dachte ich so, okay, dann habe ich ihm noch eine Ansage gemacht und bin dann gegangen und ich bin so, dass ich dann so, dachte ich auch so irgendwie, das war jetzt so ins Auto einsteigen und nicht losfahren gefühlt, weil irgendwie kann er jetzt ja auch einfach wieder auf sie zugehen und sagen, ey, wenn du das nächste Mal nicht sofort sagst, ist alles okay, dann. Also ich hätte ja vielleicht auch kontraproduktiv arbeiten können. Fand ich richtig schwierig gestern. Dann war ich mich die ganze Zeit noch beschäftigt, weil ich so, weiß nicht, also. Ja, es ist spannend, weil du bist ja schon so auf die zweite Ebene gegangen, ne? Die erste Ebene, also erstmal sowas machen ist ja immer gut. Ich glaube, es sind genug schlimme Sachen in den letzten Jahren passiert, wo es im Zweifel geholfen hätte, wenn man vielleicht nur sich mal kurz irgendwie einschaltet und nur mal so checkt, ey, alles okay, was geht hier ab, so nach dem Motto, das wäre ja Ebene 1 gewesen, einfach nur ohne Wertung mal zu fragen, ey, ist alles in Ordnung bei euch, so nach dem Motto, so, ne? Du bist jetzt ja schon so auf Ebene 2 gegangen, ja, offensichtlich weil du, war. Ja gut. Also ne, ist offensichtlich, ist halt, dass sie sich bedroht fühlt und ja. Er gerade viel zu nah seine physische Überlegenheit ausspielt, ohne dass er sie angefasst hat in dem Moment, aber ja. Das war sehr, sehr klar. Ja. So, super toughes Thema, Mann, weil ich da nicht wusste, wie ich da, also gar nicht reagieren wäre safe falscher gewesen, ja, meiner Fall, Meinung nach, aber Fall. Ich wusste nicht so richtig. Ja. Der hat mich gesehen, weißt du, so, der hat gesehen, dass ich mit dem Auto vorbeifahre, der hat mich, also, als ich mit dem Auto vorbeigefahren bin, am Parkplatz dann zurückgelaufen bin, das war ja belebt noch. Da so, was denkt der denn, Alter? Also sind wir so weit, dass da keiner reagiert und da 100 Leute vorbeilaufen und weiter zusehen wie war ein südländischer Mitbürger, ist so, ja, da irgendwie seine Frau ansickt. Ja. Gut, jetzt erstmal nichts zur Sache, aber ja. Nein, so, aber so. Weißt du, was denkt der? Ja, ich meine, das Schlimme ist ja, von 100, wie viele betrauen sich das oder haben dann erstmal die Eier, wie viele da können sich zu das trauen, ist ja auch der Punkt. Ich kann mich auf einen 80-Kilo-Dude... Wenn man körperlich erstmal unterlegen ist, dann hat man jetzt trotzdem, finde ich, da sollte man das Pflichtbewusstsein haben, da irgendwie da abzuchecken. Ja. Sieht man ja auch oft, weil das machen ja zum Beispiel, sieht man relativ, also wie viele ältere Frauen gibt es dann zum Beispiel, die sich da trotzdem einschalten? Ja, die sind wissen, da, die dass sind die da körperlich ganz anders. Ja, maximal stimmt, unterlegen stimmt, sind. Stimmt. Die sind aber da, die gehen das halt auf einer anderen Ebene, weil sie jetzt natürlich nicht fürchten, dass sie da, also ist es trotzdem gefährlich, das zu machen, safe. Das muss man ja auch irgendwie verstehen. Aber die machen das in dem Sinne eigentlich gut. Ich würde so sagen, das ist tatsächlich so der Bereich, die Demografie, die sich am ehesten einschaltet. Eine ältere sowas. Frau kann sich am ehesten einschalten. So eine Frau einschalten. Zwischen 50 und 65. Ja, genau, stimmt. Die schaltet sich am ehesten ein in die Situation. Stimmt. Und die hat auch im Wesentlichen, ich glaube, die hat den besten Take. Egal was, also die hat den besten Take. Und die haben auch immer eine gute Art und Weise, dass das so ankommt. Ja, junger Mann. Du würdest jetzt ja nicht als... Junger Mann. Ja, die, also wie asozial muss man denn sein, wenn man dann, sagen wir mal, als Anfang, Mitte 20-jähriger Mann dann anfängt, die ältere Frau zu beleidigen oder so oder aggressiv zu der zu werden. Ja, der Typ gibt's war auch. Der Typ war Mitte gibt's 20, auch. Hätte ich gesagt. Mitte 20. Ja. Wäre ihm vielleicht zuzutrauen gewesen, I don't know. Ja. Aber von daher, also könnt ihr ja gerne mal Feedback geben, aber würde ich jetzt sagen, hast du es vielleicht nicht perfekt gemacht, aber mit Sicherheit auch nicht falsch. Ja, aber beschäftige mich nur, dass das so ein Struggle war. Aber ich kann es dir ja auch nicht gegen ihren Willen dann isolieren oder so, weißt du? Also wäre dann dasselbe im Wesentlichen. So, also wäre das Gleiche zu sagen, nee, komm jetzt mal mit hier, bevor der Idiot hier völlig durchdreht, wäre auch falsch gewesen. Weißt du? Mit dem Wissen, dass sie sich kennen und sich sowieso nochmal über den Weg laufen. Also egal, du kannst es ja nicht trennen. Wird sowieso passieren. Scheißthema. Ich wollte es nur einmal, das ist gestern passiert. Ja, ich hatte gestern auch eine gute Autointeraktion wieder. Hatte ich auch wieder so einen Road Rage Moment mit so einem anderen Typen, Alter. Das habe ich nicht. Auf dem Parkplatz, auf dem Parkplatz von der Straßenkicker Base. So, ne? Ich fahre da so rein, anderer kommt mir entgegen, fette Karre, so fetter Benz, war nicht Niklas Neo, also war andere Farbe. Und da halt so ein älterer Mann drin und der hat dann halt da so rumgeeiert, ne? Ich wollte links abbiegen, auf den Parkplatz rein, er einfach nur geradeaus an mir vorbei, weil er nichts geblinkt hat. Und dann hat er halt so rumgeeiert, ist nichts passiert. Und dann habe ich so gedacht, ja komm, scheiß drauf, fahren, währenddessen Blinker an und dann schnell vor ihm weg und währenddessen hat er halt mit seiner hochmotorisierten Karre hat er halt einmal rauf beschleunigt und dann war halt direkt mit Hupen, wild gestikulieren und so weiter, ne? Ich war in the wrong, definitiv, weil hätte ich nicht machen dürfen anhand der Verkehrsregeln,
bin dann einfach nur wieder rechts auf den Parkplatz rein, wollte dann setzen Blinker, will rückwärts einparken. Auf einmal kommt der Typ dann so beschleunigt auf mich rauf und schneidet mir so den Weg ab, dass ich nicht einparken kann. So, und in dem Moment dachte ich mir direkt so, ne, ey, also da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Bin dann wirklich instant, als er das gemacht hat, so Motor aus, Tür auf, energisch auf mich zugegangen. Ich dachte, du hast keinen Bock im Sinne von, du gehst, bist weggefahren. Okay, dann ist gut, dass du so reagierst. Ja, okay, Motor aus, Tür auf direkt, energisch auf den Zugang, währenddessen schon gestikuliert, dass er sein Fenster runter machen soll. Ja. Und dann habe ich ihn wirklich, ich fand auf einer sehr gut höflich-aggressiven Art und Weise, bin ich dann nur so an sein Fenster, habe mich ein bisschen reingelehnt und meinte so, es tut mir sehr leid, dass ich ihn die Vorfahrt genommen habe. So, tut mir leid. Ich glaube, es war nicht notwendig, dass sie mir hier den Weg abschneiden. Und fing er so an, gut, so ein bisschen zu argumentieren, so von wegen mit, ja, aber hier, ne, sie haben auch keinen Blinker gesetzt und so weiter. Dann meine ich, das ist mir egal, ich habe mich gerade entschuldigt bei ihnen. Das Thema muss durch sein. Habt ihr noch nie Spontan auf Twitch geguckt? Wenn man sich entschuldigt, ist das Thema durch. Ich habe mich gerade entschuldigt und ich würde immer noch behaupten, dass das wahrscheinlich nicht notwendig war, was sie jetzt gerade gemacht haben. Ist das Thema jetzt durch für sie? Und dann meinte so, dann hat er wirklich so kurz überlegt, meinte so, nö. Ist okay, sie haben sich entschuldigt. Geil! Und dann ist er so abgefahren. So, ne? Geil! Und direkt auf der anderen Seite direkt schon wieder einer sauer gewesen. Und der hat ja den hier gemacht. So, ne? Das war so geil, Alter. Da hier in dieser, wir haben alle zu viel Geldbubble da auf diesem großen Parkplatz, ey. Aber weißt du, es hat mich hat es nur so, also ich würde jetzt nicht abstreiten, dass ich hier und da vielleicht auch mal eine Temper habe. So, ne? Das passiert schon mal. Im Auto? Da hast du eine kürzere Zündschnur als ich zum Beispiel, glaube ich. Ich bin da so tiefenentspannt. Ja, aber mich hat so abgefuckt, das war wieder so ein Ding, er halt mit seiner fetten Karre hat so einen scheiß Toyota gesehen, so einen kleinen scheiß Drecks-Toyota. Ja, und hat seinen Schwanz wieder da so, gesehen, ja. Sich da so aufspielen zu müssen und so. Und da habe ich musst du nächstes Mal Messer mitnehmen und sofort in den Reifen stechen, Alter. Musst du direkt auf dem Niveau gehen, dann gehst du. Mir hat übrigens einer, ich dachte, das macht man nicht mehr, ne? Also ist auch völlig egal, weil der Toyota ist im Zweifel auf dem Niveau. Wenn da jetzt ein schlimmerer Schaden wäre, dann lohnt sich nicht mehr, ja, ne? Aber mir hat einfach letztens einer so geisterkrank mit dem Schlüssel wirklich von der Fahrertür an die ganze Seite so richtig tief zerkratzt. So mit einem, ne? Ich dachte, das macht man nicht mehr. Ich dachte, das wäre so 1997. Krass. Ja. Habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Sowas. Nee, deswegen. Ich dachte auch, man macht das einfach nicht mehr. Ja. Ist krass. Scheinbar wieder zurück. Ja. Ich habe hier, dann kann ich aber nochmal, wann war das? Freitag oder Samstag? Bin ich abends hier aus der Tiefgarage gefahren im Medienhafen und da ist Freitag und Samstag ist halt immer... Ist ja halt Party und dann sind halt, also hier feiern halt Leute und sind dann in Bruders Studio, bester Laden. Ja, waren wir noch nicht. Nee, waren wir echt noch nicht. War ich früher ein paar Mal, aber. Wirklich? Schon ewig her, ja. Und die wäre, glaube ich, also, weiß ich nicht. Egal. Nee, wäre, glaube ich, nicht so was. Höchstens als Partnerkneipe für die Eintracht aus Spontan. So. Oh Gott. Auf jeden Fall fahre ich Tiefgarage hoch und da stehen zwei so Typen, mit, also so halb davor. Also so, dass ich käme da vorbei, wenn die Idioten da nicht gestanden hätte. Das Tor geht auf, ich fahre da so hoch, stehe so 10 Sekunden neben denen, die leuchten, also meine Scheinwerfer leuchten denen quasi so ins Gesicht und sie gehen nicht weg. Mhm. Und ich überlege so, wollen, also die haben nicht so gewirkt, als würden die mich provozieren. Ich glaube, die waren einfach zu blöd zu checken, dass wenn ein Garagentor ausgeht und dann ein Auto herfährt, dass der da raus möchte. Ne? Und ich mache so das Fenster runter und sage, ey Kameraden, wie sieht's aus? Kann ich hier mal weiterfahren? Er so, sag doch was. Ich sage, ja, mach ich doch gerade. So auf dem Niveau, der hat, also ich weiß nicht, was der genommen hatte, die standen da auch mit Scheinwerfer an ihrem Auto und standen einfach direkt vor der Einfahrt und hatten so das Gefühl, die Einfahrt gehört denen. Und da war ich auch so auf so einem Niveau, wo ich dachte, hey, ja, allein müsste es reichen, dass ich mit einem Auto auf eine aufregende Tiefgarage da so rausfahre und eine Schnauze einen halben Meter vor euch steht, von einem sich bewegenden Auto. Ihr müsstet wissen, dass da irgendeine Aktion jetzt noch passiert. Der guckt nicht einmal raus und geht wieder zurück. So, das passiert nicht, ihr Idioten. Und da war ich auch so, ich dachte, eigentlich musst du ausrasten, aber hast jetzt keinen Bock. Hast du gesagt, nee, mach ich doch gerade. Dann habe ich gesagt, mach ich doch gerade, ich will hier jetzt weiterfahren. Und dann sind die so weggegangen. Weil früher wäre ich ausgerastet. Ja. Ich schwöre dir. Früher hätte ich denen gesagt, ich kann auch rauskommen und euch da wegmöbeln, wenn ihr wollt, hätte ich gesagt. Ja. Und jetzt bin ich so wirklich, ich merke, dass ich bin da jetzt so da. Ist ja auch die richtige Art und Weise. Ich bin da jetzt, bin mir, ist egal. So ja? Road Rage und so ein Scheiß ist ja auch immer mega unnötig. Ich finde es geil, dass du jetzt in das Alter kommst, wo du da aussteigst und eine Schlägerei anfangen willst mit einem Mercedes-Fahrer. Das finde ich geil. Erstmal ist das die Wege sind verschieden. Erstmal ist das eine Zusammenfassung von meiner Story, die ich jetzt so nicht unterschreiben würde, dass das meine Intention war. Dirk pugelt sich auf Parkplätzen mit Mercedes-Fahrern. Ja, weil Road Rage ist ja erstmal, das ist also heftig gefährlich, weil es gibt ja schon so Beispiele, auch alles schon erlebt. Ne? Das habe ich auch einmal, glaube ich, mit Jona im Auto oder so gehabt, als mir wirklich einer noch eine halbe Stunde lang immer hinterhergefahren ist, immer so dieses Ausbremsen, dann wieder vorbei und so. Ne? Erstmal so ist das unfassbar gefährlich. Ja, und dumm. Und einfach krank unnötig. Ja, ja. So, ne? Ja.
Ist auch so. Ja. Gibt ja auch im Auto, also beim Autofahren ist ja eigentlich simpel, ne? Entweder es gibt Leute, die können kein Auto fahren, deswegen haben sie etwas schlecht gemacht. Die meinen sich böse. Die meinen sich böse. Ja. Oder es gibt Idioten, die lassen sich eh nicht mehr erziehen. Ja. Also da gibt es ja nichts dazwischen. Es gibt Leute, die checken es und denen ist es egal und es gibt Leute, die checken es nicht oder können es nicht besser, so ungefähr. Und deswegen ist, finde ich, diese Verkehrserziehung ist dumm. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also so gucke ich da mittlerweile drauf, ehrlich gesagt. Aber gut. Aber wenn wir einen Mercedes-Fahrer mal prügeln als volltätowierter Assi, ist eigentlich ganz geil. Hast du auf dem Weg zum Auto noch an deiner E-Lunte gerochen oder nicht? Hast du dir Einzug genommen? Meinst du mein Asthma-Spray? Ja, dein Asthma-Spray? Nee, hast du das gemacht? Habe ich nicht, ne. Das wäre auch noch cool gewesen. Das wäre cooler, wenn du ihn so reingepustet, ne? hättest. Und doch, da muss auf jeden Fall dein Sippuli hättest auf jeden Fall auch aufmachen müssen, damit man überall, damit man die Tattoos wirklich komplett sieht. Ja. Wäre ganz gut. Nö, aber das war, ich hatte ähnliches Outfit an, von daher, das hat man schon. Man hat schon gesehen, dass du ein Assi bist. Ja, auf jeden. Okay, gut. Oh ja. Gott, Alter. Kurz nochmal Ärmel hochgekrempelt und dann so ein bisschen. Geil, ey. Hammer. Egal, lass uns jetzt mal eine völlig falsche Reihenfolge. Macht man den Podcast nicht eigentlich Bezug auf die letzte Episode am Anfang? Ja, das war irgendwie ein bisschen schwierig heute. Das haben wir heute falsch gemacht. Naja. Egal. Es gab ja zwei Themen im Wesentlichen. Einmal diese Orientierungslosigkeit der jungen Menschen in Job- und Lebensphase. Da habe ich unfassbar viel Feedback zugekriegt. Also auch auf YouTube gibt es Kommentare, aber unfassbar viel Feedback. Das ist ein Thema, Mann. Das ist, Top 2, 3 auf jeden Fall, aber vielleicht sogar absolutes Top-Thema in Sachen Reaktionen und Meinungsbild äußern oder Bestätigung und sonstiges. Das hat am meisten Interaktion bei mir erzeugt auf dem Instagram-Kanal in der letzten Woche. Also wirklich jetzt. Das ist ein ganz, ganz extremes Thema. Okay. Viele, die es spiegeln, also ist ein Unterschied zwischen Arbeitgeber, die es spiegeln, das hatte ich ja letzte Woche berichtet, oder letzten Wochen immer mal berichtet, aus uns selber jetzt heraus, auch wegen letzter Woche oder wegen Personalveränderungen hier, aber auch Jugendliche und junge Leute, die es selbst bei sich wahrnehmen und Jugendliche und Leute, die es bei sich wahrgenommen haben und es geändert haben, im Sinne von, jetzt hör doch mal auf, irgendwas zu suchen, was es nicht gibt, weil du wirst eh nie 100% zufrieden sein. Also alle Ebenen hat das abgeholt und da gab es richtig, richtig viel Feedback. Das ist einfach, da sollte sich echt mal jeder Gedanken drüber machen, Mann. Ja, ich fand's auch spannend, was man da, offensichtlich ist ja immer so, schreiben mir dann da weniger Leute bei Instagram, deswegen war jetzt bei mir da nicht so ein Thema. Hast du dir hart erarbeitet. Aber ich, genau. So, und deswegen, aber bei YouTube habe ich auch ein paar die Kommentare gesehen und das fand ich halt spannend, auch wieder von so Leuten, die dann halt eher wieder andersrum berichtet haben, ne, wie das für die so der Weg war, genauso auch festzustellen, so, ey, weißt du was, für mich ist vielleicht am besten, mich jetzt einfach damit zufrieden zu geben. Und das ist ja auch eigentlich noch so die große Zusammenfassung von dem Thema, ne. Es gibt halt super viele Menschen, die so dieses Glück suchen oder glücklich werden wollen, damit sie dann zufrieden sind. Und dann gibt es andere Menschen so, die wollen lernen, zufrieden zu sein, um dann dadurch glücklich zu werden. So, ne, das sind dann so diese zwei verschiedenen Ansätze. Und für viele ist halt Weg B vermutlich echt der gesündere. So, ne, wir wollen da keinem jetzt hier den Drive oder die Hoffnung nehmen, zu sagen, ich habe Ziele und ich will mir meine Träume erfüllen und ich gebe mich mit weniger einfach nicht zufrieden. So, fair game. Wenn man da auch den Drive zu hat, dann tut das, aber das ist schon auch ein gefährlicher Weg. So, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, der kann halt lange dazu führen, dass du keinerlei Veränderung hast. Oder vielleicht so ganz negative. Ja, stimmt. Hochinteressantes und spannendes Thema, ne? Und ich glaube auch nicht, dass sich das, das wird sich ja mittelfristig nicht ändern. Also wie? Nö, das wird, also das ist jetzt Generation, also ich bin mal gespannt, wann das erste Mal, aber ich wüsste jetzt nicht, wie sich die Gesellschaft ändern soll über die nächsten Jahrzehnte, doch, bis dass das wieder... Ich habe eine These, die möchte ich teilen. Ich glaube, dass jetzt gerade die Generation erwachsen ist und in dieser Lebensphase ist, die hochprozentig mit diesen Algorithmustreibern und den Aufmerksamkeitsspannen und diesen Suggerieren, man kann alles haben und alles erreichen, so gleichzeitig Vacation auf Bali machen und Delfine irgendwo gucken und weiß nicht was und keine Ahnung was und parallel noch der super Unternehmer in seinem Loft in Frankfurt sein, so. Ja, also diese beiden Sachen zur selben Zeit, so in die Richtung. Und gleichzeitig aber auch noch Familie haben und trotzdem noch 5 Topmodels bumsen, so. Das gibt's halt nicht, so auf dieser Ebene. Ne? Die haben das so suggeriert bekommen, aber nicht mit dem Bewusstsein, dass das nicht gut ist, weil die Eltern derer sich noch nicht über die Gefahr dieser Algorithmen bewusst waren. Das heißt, die Generationen, über die wir jetzt gerade sprechen. Die lernen jetzt draus und dann ist Erziehungsmaßnahme da wieder ein bisschen zu steuern. Ja, weil die jetzt 35-Jährigen, so, die jetzt so Familien zeugen und Kinder haben, die jetzt, die ruhig stellen, die Zweijährigen beim Essen ruhig stellen mit einem Tablet, wo keine Ahnung was drauf läuft, damit die Fresse halt mal in Ruhe essen kann. So, die haben aber trotzdem, glaube ich, ein besseres Bewusstsein und einen Umgang damit, mit Screentime, mit das auch ins Verhältnis setzen, mit das Beobachten und so weiter.
glaube, diese Eltern wissen, dass es Pay-to-Win-Formate oder weiß nicht was in Games gibt, in Handy-Games. Das ist nicht diese Diskussion, was ist das für eine, ey Lukas, was ist das für eine Abbuchung hier auf meiner Kreditkarte? Clash of Clans oder weiß nicht was so ungefähr. Und keiner weiß, was es ist. Ich glaube, das wird sich jetzt verschieben und ich glaube, deswegen ist auch das Bewusstsein und die Gefahr, die dahinter steckt, die wird zumindest erkannt und dann moderiert. Und deswegen könnte es ein bisschen besser sein. Das wäre meine Theorie, aber ja, den dennoch, Punkt verstehe ich. Dennoch würde ich eher sagen, das dauert dann noch 10 Jahre. Und dann gibt es auch einfach immer noch die 70%, die eh nicht auf ihre Eltern hören und alles so machen, wie sie wollen. Von daher, ja. Aber ja. Ich verstehe zumindest, was du meinst, ja. Ja, aber dann also gibt es ja weiter mit dieser Parallelwelt. Ne? In 10 Jahren ist ja also diese... Ja, mein Gott, was wird virtuelle Realität ja, und ja. Alles, was da noch kommt? Das ist das Problem, ob dann diese Sachen auch vorbereitet sind, weil man einfach allgemein sich alle dessen bewusst sind, dass die Digitalisierung das Konsumverhalten verschoben hat. Ja, ich meine, in zehn Jahren ist es ja vermutlich wirklich ganz normal, dass es Menschen geben wird, die eigentlich nur noch in der virtuellen Realität leben. Ja, natürlich, so, ne? Klar. Die in der virtuellen Realität arbeiten, ja. Ihre Freizeit haben und sonst was haben. So, ne? Ja. Also diese Dystopie steht uns ja auch noch bevor. Ja, genau. Und da, ob man dann darauf vorbereitet ist als Gesellschaft, sehr sicher nicht, aber wahrscheinlich besser als auf das plötzliche Eintreten von solchen Endgeräten. Von dem alles übergreifenden Internetzugang zum Beispiel. So. Das ist ja im Wesentlichen der zentrale Punkt. Mhm. Ich glaube, dass man da besser darauf vorbereitet ist. Ja, also du hast da auf jeden Fall ein paar Punkte genannt, wo es definitiv so ist. Aber ist auch nur, also so, ich, ne? Who am I, das ist einfach nur jetzt aus meinem Dummkopf so rausgeredet. Vielleicht naive Hoffnung, vielleicht auch einfach, vielleicht was dran aus dem Konsumverhalten, aus der Veränderung. Und du redest halt immer noch jetzt auch von einer Bubble oder von einem Bereich von Menschen, die da so educated sind, ist ja jetzt noch nicht so, dass es flächendeckend so ist. Nein, so, ne? Aber wir reden ja jetzt gerade auch davon, dass diese Studierenden zu blöd sind, 5 Minuten gerade auszudenken, um mit mal auf den Punkt zu bringen. Und ja. Da hoffe ich, dass das in 10 Jahren wieder anders ist. Ja. Ja. Das Bezugnahme dazu. Und hier, unser Körperteile-Ranking. Hast du dazu Feedback bekommen? Ich habe bei YouTube ein bisschen was gesehen, ja. Ja. Also da fand ich spannend. Da waren so ein paar, würde ich sagen, klassische Frauen-Kommentare mit so dabei. So, ich finde es ne? geil, dass die Typen, ich finde es richtig geil, dass Typen uns antworten, ey, meine Freundin sagt das und das und das und das. Finde ich mega geil, dass du halt sagst, in meinem Podcast haben die Jungs gefragt, worauf achtest du denn? So ungefähr. Das finde ich eigentlich, ist eine gute Entwicklung, macht ja auch Sinn. Also, ist ja logisch irgendwie. Das fand ich auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Guckst du gerade nach, was da genau, also ich wollte nochmal reingucken auf jeden Fall, weil ich mich nochmal auf zwei Einzelsachen beziehen wollte. Was war für dich so die spannendsten Antworten? Bei mir war mindblowing, hat eine Dame gesagt, ich weiß nicht, ob es ein YouTube-Kommentar war oder ob sie, also auf jeden Fall habe ich mit ihr bei Instagram so kurz, weil ich dann auch so gefragt habe, ich so, hä? Weil sie hat geschrieben, 1 ist Fußgelenke/Achillessehne. Und dann dachte ich so zuerst. Das ist ja schon sehr nischig. Ja, pass auf, habe ich nämlich auch gesagt. Habe ich so gesagt, was? So, hä? Mit so einem völlig, ne? Aber sie hat mir das erklärt und dann habe ich mal drüber nachgedacht. Dieser Apparat da unten, Knöchel, Achillessehne, Ferse, sagt sehr viel über die Statur und über die körperliche Konstitution des Mannes aus. Hast du da unten so eine fleischige Dreckswade dran und weißt du, so ein klumpiges Fußgelenk, ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da drüber ein hässlicher Sack Kartoffeln hängt, relativ groß. Genauso wie du am Fußgelenk erkennst, ob das ein unsportliches Skinny-Bitch ist, egal ob es oben vielleicht durch Klamotten und sonstiges. Ich habe gesagt, das hat sie mir so erklärt und dachte ich so, ey, da ist ein absoluter Punkt dran. Das Einzige, was mich daran stören würde, ist halt in 10 von 12 Monaten und in 8 von 10 Fällen siehst du halt das Fußgelenk nicht, weil du hast da eine lange Hose drüber. Ja, und das leuchtet mir trotzdem noch nicht so richtig ein, weil ich meine, also das so als Indikator für andere Sachen, aber du siehst es ja auch sonst so. Brauchst du kein Fußgelenk, um zu sehen, ob jemand eine Skinny-Bitch ist, weil du siehst, dass jemand eine Skinny-Bitch ist. So. Also ja. Deswegen finde ich... Ja, aber das siehst du ja überall, aber das siehst du ja auch... Und ich verstehe immer noch nicht die Ästhetik das war nicht die des Diskussion. Körperteils. Aber das war nicht die Diskussion. Ich verstehe die Connection und dass das irgendwie so... Ja, aber die so Ästhetik des Körperteils doch auch, wenn die sagt, dieser Apparat, das sieht für mich attraktiv aus, kann ich das irgendwie nachvollziehen? Weil sonst wäre das Argument, was du gerade gemacht hast, ist ja hinfällig, weil der könnte ja noch so schöne Waden haben, wenn dann ein absolut hässlicher Vogel ist im Gesicht, dann ist ja. Es ja trotzdem... Also das kannst du nicht, das kannst du ja nicht bringen. Weiß ich nicht, ich finde irgendwie... Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil na klar ist, oder das ist so, also das kann schlecht aussehen, dieser Bereich, definitiv, aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie sowas dann also gut aussieht, aber... Nein, ich sage ja nur, dass das eine Wortmeldung war, die mir im Kopf geblieben ist. Ja. Darum ging es einfach, weil der Rest war, der Großteil sind natürlich so diese offensichtlichen Sachen, so, Tatschretz kam Unterarm, weil wir letzte Woche über Unterarm trainieren geredet haben,
Aber ja, also das ist ja auch nicht falsch verstehen. Ich wollte damit nicht sagen, dass, also klar, wenn du einen kräftigen Unterarm und so hast, das strahlt ja auch was aus. Wie gesagt, das ist so diese Grundstärke, abseits davon, ob man jetzt ein Bodybuilder ist oder nicht. So, ne? Aber dass das schon ein Ding ist, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass die ganzen jungen Wilden da alle Unterarme trainieren, ist ultimativ dumm. Ja, das ist auch so. Ja, und dann gibt es halt die, also da gibt es auch ehrlich, also da gibt es halt auch Rückmeldungen wie, ja, also ein hässlicher, komischer Pimmel ist jetzt auch nicht ästhetisch, macht viel von einem Mann kaputt. Gibt's auch die Antworten, die gibt's auch. Also das muss ich auch mal, Mädels unter uns, so, das gibt's auch. Die Antworten gibt's auch. Ja, klar. Ist ja nun mal so. Ne? Und dann gibt's auch, ey, es gibt auch Nachrichten, da könnte ich mich totlachen. Dann schreibt eine Dame, würde gerne bei YouTube kommentieren, habe aber Angst, dass mein Freund das sieht, weil viele Sachen von meiner Top 5 treffen darauf nicht zu. Oder auf ihn nicht zu. Und ich denke so, ey, unangenehm. Und dann schreibt die eine 5-Punkte-Liste und das ist doch das Unangenehme. Dann schreibt die mir eine 5-Punkte-Liste, wo ich mir so 4 von attestieren würde. Wo ich so denke, oh shit. Aber du könntest es jetzt so soft exposen, indem du einfach die Liste nennst, weil es würde ja trotzdem nie einen Zusammenhang geben zu der Person. Außer, dass es jetzt wahrscheinlich dann so 40, 50 Männer da draußen gibt, die so ein bisschen denken, oh fuck, ist das meine Freundin oder meine Frau? Das machen wir nicht. Aber also, die Features, die du hast, okay. Ja, egal. Ich habe ein bisschen Lust, das zu verfolgen, ehrlich gesagt, aber ja, kannst du versuchen, Chris, aus mir nichts raus. Es ist okay, also bis hierhin kann ich es erzählen, aber dann wird's, wenn ich es jetzt selber erzähle, die ich mir attestieren würde, wird es auch irgendwann, dann wird es arrogant. So, ja, okay. Mindestens eine Schönheits-OP. Ja, genau. Ja. Richtig? Ja. Zur Not noch, ich mache so Oberfläche, so volles Haar, Bart. Ah, ja. Nein, okay. Quatsch, das waren nicht die Themen, aber egal. Ich hab, es ist, ja, das ist auf jeden Fall, also ich habe da wirklich, das war ein spannendes Thema, was wir da losgetreten haben. Und das ist wirklich, also die beiden Optionen mit dem, also zum einen Pimmel einfach, dass man die Nachricht kriegt, das ist, was ich denke, okay, krass, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Und die Nachricht mit dem, trifft auf meinen Freund nicht zu, war auch so, habe ich ehrlich gesagt so gar nicht, okay, spannend, so, weil ich wusste nicht, was soll ich darauf antworten? Soll ich sagen, machst du mich hier gerade an, so? Oder was ist das, ne? So auf dem Niveau. Also ganz komisch, naja, egal. Ja, ich finde aber auch so ein paar Antworten fand ich auch so ein bisschen komisch, weil das ist dann so, das ist so ein Körper in Theorie oder das ist ein Körper, den man sich auf Bildern anguckt, aber das ist nicht ein Körper an sich. Weil wenn ich höre, dass wenn jemand sagt, ich finde seitliche Bauchmuskeln total attraktiv, dann ist das so, ja okay, dann reden wir davon, dass jemand mit sehr, 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 sehr wenig Körperfett, und ist ja fair, wenn man das attraktiv findet, also absolut fair, dass der dann flext und das findest du dann super? Weil, also, da muss man schon ultimativ shredded sein, dass ein Mensch einfach nur vor dir steht, ohne aktiv anzuspannen und du dann trotzdem noch hier seinen Serratus oder wie auch immer dann aktiv beobachten kannst und dir denkst so, boah, sieht nice aus. Vielleicht sagst du auch, okay, ich finde einfach so einen Mann in Aktion total sexy und wenn der dann am Strand irgendwie ein bisschen Beachvolleyball spielt und ich sehe so manchmal, dass er in einer Bewegung dann hier, sah das so schön aus und das reicht mir dann schon, dann auch fair. Aber das ist dann so eine Antwort, da denke ich mir so, das macht nicht so richtig Sinn. Ja. So, da macht für mich eher Sinn, wenn jetzt jemand sagt so, also gut, ein Sixpack ist eigentlich fast genau das Gleiche, wobei man halt schon, klar, da siehst du halt einen Unterschied, abseits davon, ob du flexst oder nicht, siehst du halt Körperfett. Meine Muskulatur ist ja bei den meisten Männern ähnlich, weil, ne, am Ende musst du das freilegen, die Muskulatur. Yes. Jeder hat da ein bisschen Muskulatur. Ich hab anscheinend auch noch Bauchmuskeln, weil die taten mir weh jetzt 3 Tage. Ja, also, Olaf hätte theoretisch ein Sixpack, wenn er es freilegen würde. So, das ist noch ein bisschen was anderes, aber dann kann ich eher verstehen, wenn jetzt jemand sagt, so, ich finde dann auch, kann weil ich nicht auch ein bisschen Beschützer. Fragen, ob der mir das freilegt? Eigentlich, wenn ich jetzt da drüben bin. Schön, super, mal ein bisschen raussaugen, den so, mal ein bisschen stochern und dann doch. Hallo, könnten Sie mir. Oh mein Gott. Könnten Sie. Hau mir mal die 5 Liter da raus. Ich habe letztens Muskelkater hier gehabt unter dem Gewebe. Können Sie mir mal zeigen, wo die sind? Ja, zeigen Sie mir das einmal. Holen Sie mir mal 6 bis 7 Liter da raus. Ich will es nur sehen. Sie können es auch danach wieder reinfüllen. Ja, ich will einfach nur das sehen. Okay. Einfach ich nur kurz, einmal, kurz, einmal sehen. Kurz gucken. Ja, ja, ich habe Bauch war selten, ehrlich gesagt. Also das Mut, also du hast gut tapeziert, das Bauch nicht die, das ist nicht die Meta. Ja, ist, wie gesagt, ist ein bisschen. Mach deine Eistüte gerade, Mann. Du hast da schon wieder bei, als du da gerade dich bespuckt hast, hast du das schon wieder kaputt gemacht. Das war also sehr, sehr spannendes, sehr, sehr spannende Bezugnahme. Ja. Und rufen wir jetzt genderneutral die Männer auf, oder was? Dass sie sagen sollen, was bei den Frauen das Attraktivste ist? Oder was machen wir jetzt? Können wir machen, ja. Und dann müssen wir nächste Woche unsere Top 5. Boah, 5 ist schwer. Aber da muss ich mir wirklich Gedanken machen. Mhm.
Aber können wir dann, müssen wir die aber auch dann noch machen nächste Woche. Ja. Ich könnte es auch für Männer machen, glaube ich. Mir ist gestern im Gym einer aufgefallen. Ich habe gestern einen Typen hinterher geguckt, bin ich ganz ehrlich. Der war so attraktiv, Mann. Der war so 1,90 groß, der war super geil gepflegt, der hatte geile Haare. Du hast gesehen, dass der gut trainiert ist, der war wirklich attraktiv. Also ich hätte den. Ich habe. Also ernsthaft jetzt. Ja, ist normal, passiert bei mir auch regelmäßig. Ich habe gestern, also ich war auch gestern noch spät im Gym und habe da einen gesehen, der sah so krank aus. Der war wirklich, also der war so fast 2 Meter. Ja. So schwarz, aber so, also nicht komplett Light Skin, aber so eher Light Skin. Ja. Hatte ein richtig hübsches Gesicht und sah einfach nur aus wie ein Superstar, wirklich. Ja, war geil. Dann auch noch, war athletisch. Hammer. Und du siehst dann auch mal ein bisschen Unterschied. Der hatte halt eher so wirklich so Sportlerbeine und dann oben aber schon auch einen richtigen Pumper-Body. Also nice. War auch wirklich sehr, sehr breit und sah einfach unfassbar gut aus. Und der Typ war wirklich crazy. Das muss man auch mal sagen, ja. Ja, also könnte ich auch für Männer machen, mir ist das egal. Also muss ich mir Gedanken drüber machen, oder muss ich bei Frauen auch. Können wir mal nachreichen, wenn wir nächste Woche nicht wieder eine Stunde über... Ich bin da so ein bisschen kaputt, weil ich dann wirklich, ich denke dann zu sehr in Richtung Bodybuilding, wenn ich an sowas denke. Ja, du bist gerade zu kaputt. So, da bin ich bei Männern ein bisschen schwieriger. Ja, dann lass Weibers machen. Dann lass Weibers machen und die Männer dürfen jetzt runterschreiben, was ihre, wie wollen wir es jetzt benennen? Die Top 5 attraktivsten Körperteile, also hast du es benannt, ne? Ja. Und mal, hört mir auf mit der Scheiße vom Gesicht, hast du gesagt, so, weil... Ja, natürlich. Also, Kopf abwärts. Ja. Ja. Wobei ich finde Haare auch ist ein wichtiges Thema eigentlich, aber ist kein Körperteil. Kann kopfabwärts sein. Wenn du lang genug okay, lange Haare, okay, alles klar, ich verstanden. Ja, gut. Ja, dieses letzte Drittel Haare, ey, das gibt mir wirklich, das Alter, gibt da, mir wenn, Kick. Die, wenn da wenig Spliss in den Spitzen ist, oder wie, ist das Spliss? Das gibt nennt man Spliss, glaube ich, wenn dann so die, ja. Okay, habe ich verstanden. Ja, gutes Thema, lass uns das machen. Das gefällt mir hervorragend. Gut, dann sind wir gespannt auf eure Vorarbeit. Tobt euch mal aus in den YouTube-Kommentaren auf jeden Fall. Sollen wir das jetzt eigentlich so, also letztes Mal habe ich das, glaube ich, gleichzeitig hochgeladen. Bleiben wir jetzt erstmal dabei, oder? Scheißegal. Weiß ich auch nicht. Interessiert doch keine Sau, oder? Ja, keine Ahnung. Am Ende interessiert das doch keine Sau. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, gucken wir mal, wir appreciaten trotzdem alle, die sich auch mal wieder die Mühe machen, hier einzuschalten, damit sie sehen können, ob das Licht eingeschaltet ist oder nicht und welchen Minecraft-Hintergrund es gibt. So, und liebe Grüße an alle, die jetzt gerade noch zu Ende joggen. Wir wünschen euch einen hervorragenden restlichen Tag oder einen Abend. Und dann... Und geht mal weniger joggen. Geht weniger joggen. Geht weniger joggen. Joggen ist es nicht. Und nochmal ein Aufruf, schaut wirklich mal auf die Seite mal vorbei von unserem heutigen Partner Löwenanteil. Ist wirklich, und das soll jetzt nicht heißen, dass wir hinter unseren anderen Werbepartnern nicht stehen, aber es ist in dem Fall wirklich so ein Arsch-auf-Eimer-Ding, dass wir euch das nochmal empfehlen können, da wirklich drauf zu gucken. Und wie gesagt, auf den ersten Blick mag es teuer wirken, aber da haben wir auch drüber gesprochen in dem Placement. Das ist wirklich verhältnismäßig und wenn man ehrlich in den Spiegel guckt und überlegt, für welchen Scheiß man immer Geld ausgibt und da gehe ich zum Bäcker und da nehme ich nur was mit und da bestelle ich mir was bei so, ne, das ist, da gebt ihr mindestens genauso viel Geld aus, sagen wir es mal so, und das für mehr Scheiße. Ja, deswegen, also da bin ich bin so happy mit diesem Partner, Mann, das ist und vielleicht sind ihr dann ja noch ein bisschen länger mit dabei, wenn ihr das so ein bisschen pusht. Ihr seid ihr seid dafür verantwortlich, Chat. Ja, das wäre gut. So, da hätten wir Interesse dran. Hast du schön gesagt, Dirk. Das ist genau das Ownership gegenüber Partnern, was ich am Anfang der Episode angesprochen habe. Du bist einfach... Schick mir ein Shirt, ich zieh's knüttelig an. Du bist ein Superstar. Hey. Superstar. Ich call MVP am Freitag. Ich werde Essen so auseinanderzünden. Gib mir die Kirschen, ist doch eh kein anderer da. Wem willst du die Kirschen denn geben? Gib mir 40 Dinger, ich mach 25 davon. Ich sag's, wie es ist. Ich werde die dominieren, die jungen Wilden. Freitag 22 Uhr. Und lass mich swingblocken, ich will den Scheiß nicht mehr hören. Freitag 22 Uhr, Dirk Funk hat 3-1 gegen VfB Essen verloren. Nein, okay. Die wurden dominiert. Das erzählen wir euch, die 1-3-Niederlage erklären wir euch nächste Woche bei einer neuen Episode. Scam.